Herzlich willkommen zur nächsten Stunde der Vorlesung Einführung in die physikalische Chemie. Wir werden heute mit dem Thema Kinetik, also Geschwindigkeit und Mechanismen von chemischen Reaktionen weitermachen. Und ich steige mal direkt da ein, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, nämlich mit dieser Folie, bei der es zum einen um die Einheiten, also die physikalischen Dimensionen der Geschwindigkeitskonstanten für Reaktionen verschiedener Ordnungen geht. Und wir erinnern uns, Ordnung hatten wir definiert als die Summe der Exponenten im Geschwindigkeitsgesetz. Und wir haben gesehen, es gibt nullte, erste, zweite, dritte, n-te Ordnung und die Dimensionen der Geschwindigkeitskonstanten unterscheiden sich dann natürlich entsprechend und die habe ich euch hier in der Folie gegeben. Und dann haben wir für die erste und zweite Ordnung uns angeschaut, wie man denn die Halbwertszeit rausbekommt. Das ist dann in der zweiten Spalte gezeigt. Das werden wir heute noch öfter brauchen. Und die Halbwertszeit, das war die Zeit, bei der die Hälfte der Anfangskonzentration, also A0, abreagiert hat zum, in diesem Fall jetzt Produkt A. Und diese Halbwertszeiten, die unterscheiden sich je nach Reaktionsordnung. Und wir haben gesehen, bei der Reaktion erster Ordnung hängt die Halbwertszeit nicht von der Anfangskonzentration ab, sondern nur von Konstanten, Logarithmus 2 und der Geschwindigkeitskonstanten, wohingegen bei allen anderen Ordnungen ist eine Abhängigkeit von der Anfangskonzentration gegeben. Wir hatten auch gesehen, dass es nicht nur ganzzahlige Ordnungen gibt, sondern auch gebrochene Ordnungen und haben gelernt, dass uns die gebrochenen Ordnungen etwas aussagen können über den Mechanismus, nämlich dass sehr wahrscheinlich ein homolytischer Bindungsbruch bei der Reaktion, also bei einem der Teilschritte stattgefunden hat und somit ein radikalischer Mechanismus vorliegt. Also das ist das, was man aus gebrochenen Reaktionsordnungen lernen kann. So, und damit gehe ich mal direkt auf die nächste Folie. Und was wir hier sehen ist, so, ich mache mich mal nach unten, machen wir das auch groß, damit ich auch was sehen kann. So. Bei dieser Folie oder auf dieser Folie geht es darum, dass wir uns mal anschauen, Reaktionen, die im Gleichgewicht stehen, also chemische Gleichgewichtsreaktionen. Bisher haben wir immer so getan, als würde die Reaktion von den Edukten zu den Produkten alleine ablaufen. Also eine chemische Reaktion, die im Gleichgewicht steht, also die Edukte im Gleichgewicht mit den Produkten und die Geschwindigkeitskonstante für die Hinreaktion nennen wir K1 und die Geschwindigkeitskonstante für die Rückreaktion nennen wir K-1. Ich gehe gerade nochmal hier drauf, dann könnt ihr es ein bisschen besser sehen. Also wir haben von A nach, oder A steht im Gleichgewicht mit B und wir nennen die Geschwindigkeitskonstante für die Hinreaktion K1 und für die Rückreaktion K-1. Alternativ hat sich ein bisschen eingebürgert, manchmal K und dann ein Pfeil in diese Richtung und für die Rückreaktion ein Pfeil in diese Richtung. Das ist nur Nomenklaturfrage, das ändert ja an der ganzen Sache nichts. So, also gehen wir wieder auf die Folie zurück. Wir haben hier die Reaktion, die wir betrachten wollen. Also ein Atom A reagiert mit einem Molekül BC und das ist die Hinreaktion zum Produkt AB plus C und die Rückreaktion ist dann natürlich von AB plus C, geht in diese Richtung und die beiden stehen im Gleichgewicht miteinander. Dann können wir die Geschwindigkeit für die Hinreaktion uns definieren als die Geschwindigkeitskonstante für die Hinreaktion mal der Konzentration von A mal der Konzentration von BC, so wie sie im Gleichgewicht vorliegen. Und die Geschwindigkeit der Rückreaktion ist die Geschwindigkeitskonstante der Rückreaktion mal, jetzt natürlich für die Reaktion in diese Richtung, die Konzentration von AB mal der Konzentration von C, wie sie im Gleichgewicht vorliegen.
Und wir wissen auch, wie man die Gleichgewichtskonstante für so eine Reaktion ausrechnet. Wir haben das in dieser Vorlesung noch nicht gemacht, aber in der anorganischen Chemie habt ihr bestimmt die Gleichgewichtskonstante schon kennengelernt. Das ist die, das Produkt der Konzentrationen der Produkte dividiert durch das Produkt der Konzentration der Edukte und eventuell, wenn wir stöchiometrische Faktoren noch zu berücksichtigen haben, dann kommen die als Exponenten in die Konzentrationen noch mit rein. So, und wenn wir uns die Gleichgewichtskonstante also anschauen, dann haben wir hier die Konzentration von AB mal der Konzentration von C, ja, das sind die Produkte, dividiert durch die Konzentration von A mal der Konzentration von BC, jeweils im Gleichgewicht. Und das ist die Definition meiner Gleichgewichtskonstante. Wenn wir uns das hier in dieser Gleichung mal anschauen, und wir haben also AB mal C dividiert durch A mal BC und bringen die Geschwindigkeitskonstanten jeweils auf eine Seite, dann sehen wir, dass die Gleichgewichtskonstante gleich der Geschwindigkeitskonstante der Rückreaktion dividiert durch die Geschwindigkeitskonstante der Hinreaktion ist. Das heißt, darüber verbinden wir die thermodynamische Gleichgewichtskonstante mit den kinetischen Geschwindigkeitskonstanten bei Gleichgewichtsreaktionen. Das ist deswegen von Belang, weil man kann tatsächlich aus dem Verhältnis der Geschwindigkeitskonstanten, die man gemessen hat, also Geschwindigkeit von Hinreaktion und Geschwindigkeit von Rückreaktion, aus diesem Verhältnis kann man die Gleichgewichtskonstante bestimmen. Und das ist ja auch irgendwo ganz naheliegend, wenn wir uns diese Reaktion anschauen. Wenn die Reaktion von A nach B sehr viel schneller verläuft als die von B nach A, dann liegt das Gleichgewicht auch sehr weit auf der Seite von B. Ja, weil das wird viel schneller gebildet, als A zurückgebildet wird. Und das heißt, wenn K1 größer ist, liegt das Gleichgewicht auf dieser Seite. Wenn K-1 größer ist, liegt das Gleichgewicht auf dieser Seite. Das heißt, aus dem Verhältnis von gemessenen Geschwindigkeitskonstanten kann man die Gleichgewichtskonstante bestimmen. Was man auch machen kann, ist, man hat eine gemessen und die andere kennt man nicht und man hat die Gleichgewichtskonstante bestimmt. Dann kann man aus einer Geschwindigkeitskonstante für entweder Hin- oder Rückreaktion und der Gleichgewichtskonstante die andere, die unbekannte Geschwindigkeitskonstante messen. Auch das ist möglich. Was nicht möglich ist, aus der Gleichgewichtskonstanten auf die einzelnen Geschwindigkeitskonstanten schließen. Ja, also das wiederum geht nicht. Und ich möchte mal ein Beispiel zeigen, wo dieses Prinzip ausgenutzt wurde. Also die Reaktion, wir wissen das, von H3O plus und OH minus, also die Neutralisationsreaktion, das steht ja im Gleichgewicht mit 2H2O. Und die, also dieses Gleichgewicht. So. Die Rückreaktion würde man die Autoprotolyse des Wassers nennen. Die Hinreaktion ist die Neutralisationsreaktion. Und während diese Reaktion, also die mit K1 verläuft, extrem schnell ist, ist die Rückreaktion, also die Autoprotolyse vom Wasser, extrem langsam, sodass das Gleichgewicht fast vollkommen auf der Seite des undissoziierten Wassers liegt. Also die Gleichgewichtskonstante für diese Reaktion ist so, dass hier praktisch nur dieses Produkt besteht. Was wir wissen ist, diese Reaktion hier ist extrem schnell und was man noch nicht gemessen hatte, war die Geschwindigkeitskonstante für diese Rückreaktion und das ist was wir erst in der nächsten Vorlesung, nämlich in den Grundlagen der physikalischen Chemie, uns anschauen, wie kann man denn Kinetiken von solch extrem schnellen Reaktionen messen. Und gerade für diese Reaktion hat Eigen, also Manfred Eigen, eine Methode, die Relaxationsmethode,
entdeckt und hat dafür auch den Nobelpreis bekommen. Und da kann man dann nämlich aus der Geschwindigkeitskonstante der sehr, sehr schnellen Hinreaktion und der Gleichgewichtskonstante, die man natürlich auch sehr schön messen kann, die Geschwindigkeitskonstante der Rückreaktion hier bestimmen. So, also das sind die Möglichkeiten, wie man Verbindungen zwischen den Gleichgewichts- und den Geschwindigkeitskonstanten herstellt. Hier ist mal ein Beispiel dafür aufgeführt. Und zwar haben wir hier die Reaktion, das ist die Rekombination von zwei Jodatomen mit einem dritten Stoßpartner zu einem Jodmolekül und diesem dritten Stoßpartner. Wir hatten das gesehen, dass wir diesen dritten Stoßpartner brauchen, um die überschüssige Energie aufzunehmen. Ja, also bei dieser Reaktion wird natürlich die Bindungsenthalpie von Jod 2 frei. Die war genauso groß, aber mit umgekehrten Vorzeichen wie die Dissoziationsenergie. Und dann kommt natürlich noch die kinetische Energie dazu, mit der sich die beiden Stoßpartner annähern. Das wäre dann in der Summe größer als die Dissoziationsenergie und das Jod-2-Molekül würde sofort dissoziieren. Das wird dadurch verhindert, dass man diesen dritten Stoßpartner hat, der einen Teil der Überschussenergie oder die gesamte Überschussenergie aufnehmen kann und entweder in kinetische Energie umwandelt, das heißt sich mit höherer Geschwindigkeit von dem Stoßort bewegt, oder aber die Energie, die Überschussenergie, in interne Freiheitsgrade, wenn es sich um großes Molekül handelt, seiner Schwingungen umzuwandeln und dadurch auch aus der Reaktion zu entfernen. Ja, und dann habe ich hier nochmal die Definition der Geschwindigkeit der Hinreaktion und der Rückreaktion. Also für die Hinreaktion haben wir die Konzentration von Jodatomen mal Jodatome, das ist natürlich zum Quadrat hier, mal der Konzentration des inerten Stoßpartners und multipliziert mit der Geschwindigkeitskonstante der Hinreaktion. Und das muss gleich sein, die Geschwindigkeitskonstante der Rückreaktion mal der Konzentration von Jod 2 mal der Konzentration des dritten Stoßpartners im Gleichgewicht jeweils auf jeder Seite. So, und dann haben wir dasselbe gemacht wie vorher, die Definition der Gleichgewichtskonstanten für diese Reaktion. Und da haben wir die Geschwindigkeitskonstante der Rückreaktion mal Jod 2 dividiert durch die Geschwindigkeitskonstante der Hinreaktion mal Jod zum Quadrat. Weil hier in diesem Verhältnis der Geschwindigkeiten können wir natürlich die Konzentration von dem dritten Stoßpartner rauskürzen. Das heißt, die taucht hier gar nicht auf. Und das heißt, im Massenwirkungsgesetz sehen wir diesen dritten Stoßpartner hier gar nicht. Der ist aber natürlich für die Kinetik absolut entscheidend. Dessen Konzentration geht in die Geschwindigkeit der Hin- und auch in die Geschwindigkeit der Rückreaktion ein. Aber das Wichtigere ist, er ist integraler Bestandteil des Mechanismus dieser Reaktion. Und das heißt, wir können aus der Gleichgewichtskonstante niemals ablesen, nach welchem Mechanismus, nach welchem mikroskopischen Mechanismus eine chemische Reaktion abläuft. Und das ist auch der Grund, warum man nicht einfach aus der Gleichgewichtskonstante auf die einzelnen Geschwindigkeitskonstanten schließen kann, weil dazu müsste man ja den Mechanismus kennen und den kennt man normalerweise nicht. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie man Zeitgesetze behandeln kann. Ich hatte schon ein bisschen vorgegriffen und wir haben eigentlich das State-of-the-Art-Verfahren, nämlich die Integration des Zeitgesetzes, schon vorgezogen und haben das für erste Ordnung und für zweite Ordnung schon durchgeführt. Und ich gehe jetzt noch mal einen Schritt zurück und möchte zeigen, dass es noch einfachere Wege gibt, solche einfachen Zeitgesetze auszuwerten. Und die sind, wenn man nur mal überschlagsmäßig im Labor schauen will, wie schnell läuft eine Reaktion ab, eigentlich viel besser geeignet. Und das erste
Verfahren, nennt sich die Differenzenmethode. Und was wir hier haben ist, wir ersetzen diesen Differentialquotienten, also die Abnahme dA nach dt, durch einen Differenzenquotienten, also minus Delta A durch Delta T. Und das ist gleich der Geschwindigkeitskonstante mal der Konzentration zum Zeitpunkt t gleich 0. Das heißt, wir haben hier im Grunde gleich zwei Näherungen gemacht. Zum einen haben wir den Differentialquotienten durch die Differenzen angenähert. Also das ist für sehr klein oder für unendlich kleine Konzentrationsunterschiede in unendlich kleinen Zeitintervallen, und das sind endliche Intervalle hier. Und zum anderen haben wir die Konzentration von A zu jedem einzelnen Zeitpunkt durch das konstante A am Anfang, also A0, ersetzt. So, wenn man jetzt das bei längeren Zeiten betrachtet, also, und ich habe jetzt hier ein Beispiel gewählt für Reaktionen erster Ordnung, dann kann man aus dem Umsatz, also wie ändert sich die Konzentration von A in der Zeit Delta T, und eine mittlere Konzentration im Zeitbereich zwischen, jetzt bin ich irgendwo draufgekommen, gehen wir wieder die eine Folie zurück, in diesem Zeitbereich zwischen T und T plus diesem Delta T. Also ich unterteile im Grunde meine Zeit in einzelne Intervallschritte Delta T und schaue mir das an. Nach jedem Delta T ändert sich die Konzentration um Delta A. Und ich schaue mir die mittlere Konzentration in diesem Zeitintervall jetzt an. Das heißt, ich nehme die Konzentration am Ende des Zeitintervalls und die Konzentration am Anfang des Zeitintervalls und mittle die. Ja, also die Summe dividiert durch 2. Das ist die Näherung, als würde es sich linear in diesem Bereich ändern. Das ist wahrscheinlich eine sehr vernünftige Näherung, weil wenn man diese Zeit Delta T sehr klein macht, dann kann man ganz gut annehmen, dass sich die Konzentration dazwischen mehr oder weniger linear ändert. Ja, also es wäre sozusagen eine lineare Anpassung. Und das Beispiel, an dem ich das Ganze mal zeigen will, ist der Zerfall von Distickstoffpentoxid, also N2O5, in Stickstoffdioxid und Sauerstoff. Also 2 Mol von dem N2O5 zersetzen sich zu 4 Mol NO2 und 1 Mol O2. Und was wir hier haben, ist die Einteilung in verschiedene Zeitintervalle. Und das Sinnvollste, was man machen kann, ist natürlich ein konstantes Zeitintervall. Und wir haben uns hier entschieden, 20 Minuten Intervalle zu nehmen. Das heißt, wir messen am Anfang einmal die Konzentration von N2O5. So, und das ist jetzt eine reine Gasphasenreaktion. Also wir haben N2O5 ist gasförmig, NO2 ist gasförmig, O2 ist gasförmig. Und dann bietet es sich an, eine der Konzentrationen proportionale Größe zu nehmen. Und das ist der Druck. Also wir schauen uns den Partialdruck von N2O5 an. Und zwar am Anfang, also bevor die Reaktion startet. Und das ist unser Zeitnullpunkt nach 0 Minuten. Und da ist dieser Partialdruck 0,376 Atmosphären. Und dann schauen wir nach 20 Minuten nach, wie groß ist der Partialdruck dann. Der ist dann 0,320 nach 40 Minuten. Ich hatte ja gesagt, immer konstante Intervalle, also immer 20 Minuten weiter. Und dann sind das hier oben die Drücke, die gemessen wurden. Und die nehmen ab. Ich habe uns das hier mal aufgezeichnet, also hier den Partialdruck, hier die Zeit und das sind die Messwerte, die wir hier stehen haben. So, und jetzt schauen wir uns an, wie hat sich denn die Konzentration oder in diesem Fall der Druck jeweils geändert. Das heißt, von 0 nach 20 ist es die Differenz von 0,320 nach 0,376 und dieser Unterschied ist minus 0,056. Ja, das ist die Änderung der Konzentration, beziehungsweise hier die Änderung des Drucks. Und dann von 20 nach 40 war das hier die Änderung, von 40 nach 60 war das die Änderung
Und von 60 bis 80 war das hier die Änderung. So, wie ist unser Zeitintervall Delta T? Das ist trivial. Von 0 nach 20 sind es 20, von 20 nach 40 sind es 20 und so weiter. Also unser Delta T ist immer 20. Das Experiment haben wir ja genauso kreiert. So, jetzt brauchen wir den mittleren Druck noch. Wir hatten ja gesagt, wir nähern die Konzentration oder in dem Fall den Druck an durch eine lineare Interpolation in diesem Zeitintervall. Das heißt, wir nehmen die Konzentration oder den Druck am Anfang, addieren dazu den Druck am Ende, dividieren durch 2 und bekommen dann in diesem Intervall angenähert die mittlere Konzentration oder den mittleren Druck. Und dasselbe von 20 nach 40 gemacht, dieser Unterschied steht dann hier drin, von 40, 60, der steht dann hier drin und 60, 80, der steht dann hier drin. So, und jetzt haben wir im Grunde alles, was wir brauchen, um die Geschwindigkeitskonstante uns auszurechnen. Also wenn wir hier nochmal zurückgehen, dann ist nach dieser Gleichung ja die Geschwindigkeitskonstante gleich Delta A, ja, die Änderung von A, dividiert durch Delta T mal der Absolutkonzentration oder der mittleren Konzentration von A in diesem Zeitintervall. So, und das ist das, was wir hier gemacht haben. Wir haben die Geschwindigkeitskonstante, die ist die Änderung des Drucks, dividiert durch die Änderung der Zeit, multipliziert mit dem mittleren Druck in diesem Zeitintervall jeweils. So, alle diese Größen, Delta P steht in dieser Zeile, Delta T steht in dieser Zeile, der mittlere Druck steht in dieser Zeile. Das heißt, wir können für jede Zeit uns die Geschwindigkeitskonstante ausrechnen. Die ist 8,05 in diesem Zeitintervall, 7,91 in diesem, 8,1 in diesem, 7,4 in diesem. Die ist jetzt nicht ganz konstant. Wenn das Ganze tatsächlich eine Reaktion erster Ordnung wäre, müsste natürlich die Geschwindigkeitskonstante in jedem Zeitintervall genau dieselbe sein. Dass die nicht dieselbe ist, liegt natürlich daran, dass wir hier eine ganz grobe Näherung gemacht haben. Also, dass sich zwischen 0 und 20 Minuten die Konzentration linear ändert. Wenn wir in dieses Diagramm hier reinschauen, sehen wir sofort, dass hier natürlich keine lineare Änderung ist, sondern wir vermuten hier schon direkt den exponentiellen Abfall. Das, was wir ja bestimmt haben, als wir das Geschwindigkeitsgesetz integriert haben, haben wir nämlich gesehen, Reaktionen erster Ordnung führen zu einem exponentiellen Abfall der Anfangskonzentrationen. Und deswegen bin ich einfach mal hergegangen und habe diese Messwerte hier durch eine exponentielle Funktion fitten lassen. Und was wir sehen, das hier ist das R-Quadrat. Wenn das 1 ist, dann ist eine perfekte Übereinstimmung und der Wert ist 0,9998. Das heißt, die Werte liegen alle perfekt auf diesem exponentiellen Abfall und aus dem Exponent können wir dann auch tatsächlich die Geschwindigkeitskonstante exakt bestimmen. Aber die liegt so ungefähr bei 8 mal 10 hoch minus 3 pro Minute. Ja, also das ist die Geschwindigkeitskonstante, mit der sich die Konzentration von N2O5 in dieser Reaktion ändert. Und man kann diese Auswertung dahingehend erweitern, dass man jetzt sagt, man nimmt die mittlere Konzentration von A hoch N und probiert das einfach aus. Also das heißt, man rechnet einfach mal nach dieser Gleichung das alles aus, sind die Werte einigermaßen konstant und wenn das nicht der Fall ist, dann würde man versuchen, nach dieser Gleichung auszuwerten. Das heißt, hier oben würde dann P hoch N stehen und N wäre dann die entsprechende Ordnung. Und dann würde man schauen, kommen dann Werte raus, die konstanter sind. Ja, aber in diesem Fall waren wir schon sozusagen nach dem ersten Schritt, nach der Versuchsweisen, ersten Ordnung am Ziel. So, das, was ich eben gesagt habe, dass man das wesentlich genauer machen kann, ist, wenn man die Zeitfunktion integriert. Das ist das, was wir beim letzten Mal
an der Tafel schon gemacht haben. Ich gehe deswegen jetzt mal relativ schnell nochmal drüber weg. Also die Änderung von h nach dt, das Minus hier steht für die Abnahme der Konzentration von a, ist die Geschwindigkeitskonstante mal a. Dann haben wir die Variablen separiert, das heißt alles, was von a abhängt, auf diese Seite gebracht und alles, was konstant ist oder von t abhängt, auf diese Seite gebracht. Und dann haben wir beide Seiten integriert, also auf der linken Seite das Integral 1 durch a dA und auf der anderen Seite das Integral dt über t, weil k war konstant, das konnten wir vor das Integral ziehen. So, das Integral 1 durch a dA war ln a. An der oberen Grenze ist es also ln von der Konzentration at, an der unteren Grenze ln von der Anfangskonzentration und das ist gleich k mal, und das Integral dt ist natürlich t, an der oberen Grenze ist es t, minus untere Grenze ist es 0, also ist es t und dann steht hier auf dieser Seite minus kt. Hier jetzt minus kt, weil ich dieses Minus hier auf die andere Seite gezogen habe. So, die Differenz zweier Logarithmen ist der Logarithmus des Quotienten, also ln a von t minus ln, ln von a0, ne, ist gleich minus kt. Das heißt, der ln von, und jetzt in Klammer, dem Quotienten von a zum Zeitpunkt t dividiert durch a zum Zeitpunkt t0 ist gleich minus kt. Jetzt wende ich die Exponentialfunktion an und dann steht hier a von t, also die Konzentration von a zum Zeitpunkt t ist gleich, ich habe gleich mit a0 multipliziert, dann ist a0 mal e hoch minus kt, ja, also auch auf die rechte Seite Exponentialfunktion angewendet. Und dann sehen wir, dass die Konzentration von a vom Startwert a0 eben exponentiell abnimmt. Ja? Wenn ich also a gegen t auftrage, dann bekomme ich hier einen exponentiellen Abfall. Und das ist das, was wir im letzten Beispiel hier gesehen haben. Und ich habe es dadurch bewiesen, dass ich mit der Software Origin hier tatsächlich diesen Kurvenverlauf angepasst habe an eine Exponentialfunktion. So, jetzt haben wir im Labor nicht immer die Möglichkeit, direkt das zu fitten. Und dann kann man sich Folgendes anschauen. Hier steht doch, der Logarithmus der Konzentration von a zum Zeitpunkt t dividiert durch a0 ist gleich minus kt. Und das Ganze ist doch eine Geradengleichung. Wenn ich also die linke Seite ln von diesem Konzentrationsverhältnis gegen t auftrage, dann bekomme ich eine Gerade mit der Steigung minus k. So, also ich trage nicht direkt a gegen t auf, sondern ich trage ln a durch a0 gegen t auf und dann bekomme ich eine Gerade mit der Steigung k. Also wenn bei der Auswertung auf diese Methode eine Gerade rauskommt, dann ist das der Beweis, dass die Reaktion nach erster Ordnung verläuft. Und dann ist es nicht nur der Beweis, dann kann ich direkt aus der Steigung dieser Geraden, also direkt aus der Änderung von ln a durch a0 gegen die Änderung von t, aus dieser Steigung die Geschwindigkeitskonstante ermitteln. Ja, also das heißt, ich habe in einem Schritt tatsächlich bewiesen, dass die Ordnung zutrifft und die Geschwindigkeitskonstante bestimmt. Das habe ich natürlich hier in diesem Fit auch gemacht. Wir sehen, die Geschwindigkeitskonstante haben wir hier, also das haben wir e hoch minus x durch t1. Dann haben wir hier die Werte für y0. Genau, ich habe die noch im Grunde berücksichtigt, dass diese Kurve auch verschoben sein kann, dass man also sozusagen nicht bei y0, also bei der Anfangskonzentration, richtig losläuft. Und ich habe hier noch einen Streckungsfaktor mit berücksichtigt. So, okay.
Und dieselbe Methode, auch das haben wir an der Tafel beim letzten Mal schon gemacht, können wir auch für zweite Ordnung anwenden. Also ein Zeitgesetz zweiter Ordnung wäre zum Beispiel eins, wo das Produkt A mit sich selbst, das Edukt A mit sich selbst reagiert und die Produkte bildet. Und dann wäre das Zeitgesetz das, was ich hier angeschrieben habe. Ich glaube, das mache ich noch mal ganz kurz an der Tafel, weil das haben wir beim letzten Mal sehr schnell gemacht. Und also, wir haben die Reaktion A plus A gibt Produkte. Und wir haben, und das passiert mit der Geschwindigkeitskonstante K1. So, dann ist die Änderung der Konzentration A, ich lasse jetzt die eckigen Klammern immer weg, mit der Zeit gleich. A nimmt ab, also ist es ein Minus K1 mal der Konzentration von A zum Quadrat. Ja, also, ich habe ja hier 2a. Das ist das, was wir hier als ersten Schritt machen. So, jetzt wische ich hier gerade mal ein bisschen weg, dass wir gleich mehr Platz haben. So. Okay. Der nächste Schritt hier wäre jetzt der Variablen-Separation. Das heißt, wir bringen alles, was von A abhängt, auf die andere Seite. Und dann haben wir auf der anderen Seite stehen 1 durch A Quadrat dA. So, ich wollte die eckigen Klammern weglassen, genau. 1 durch A Quadrat dA ist gleich minus K mal T. Ja, also ich habe jetzt K dT. Ich habe hier mit dt auf diese Seite gebracht, durch a Quadrat dividiert und habe auf die Art und Weise die Variablen getrennt. So, und das Ganze geht jetzt von der Anfangskonzentration a0 bis zur Konzentration a, das Integral. Und hier läuft das Integral und ich ziehe hier gleich wieder das k aus dem Integral raus, von 0 bis zur Zeit t. So, also was wir hier brauchen, ist die Stammfunktion von 1 durch a Quadrat. Die Stammfunktion von 1 durch x ist 1 durch x Quadrat ist minus 1 durch x, sodass wir hier haben, also minus 1 durch a an der oberen Grenze, minus 1 durch a an der unteren Grenze ist a0. Und das ist gleich. Und hier, das haben wir beim letzten Mal schon gemacht, minus k mal t. So, und ja, damit können wir das Ganze natürlich jetzt auflösen. Und wir bringen dieses Minus hier auf die andere Seite. Und wir bringen das 1 durch a0 auf die andere Seite. Und dann haben wir 1 durch a ist gleich 1 durch A0 minus K mal T. Plus K mal T. Sorry, ich hatte das Minus ja hier schon auf die andere Seite geschrieben. Dann habe ich das Minus rübergebracht und dann ist es natürlich an der Stelle ein Plus KT. So, und auch das ist wieder eine Gerade. Wenn wir jetzt nämlich auftragen in einem Diagramm die Zeit und jetzt aber gegen 1 durch a, dann bekommen wir eine Gerade mit der Steigung der Geschwindigkeitskonstante, also mit der Steigung k und dem Achsenabschnitt 1 durch a0. Ja, also das hier ist mein Achsenabschnitt. Das hier ist die Steigung der Gerade. Also, wenn ich die Vermutung habe, dass eine Reaktion erster Ordnung ist, dann trage ich, wie in der vorherigen Folie, also die Folie wieder gehen, wie in der vorherigen Folie, den Logarithmus der Konzentration dividiert durch die Anfangskonzentration auf. Und wenn ich vermute,
es ist zweite Ordnung, dann trage ich 1 durch die Konzentration gegen die Zeit auf und dann bekomme ich in dieser Form eine Gerade. Also, das hier wäre der Beweis für eine Reaktion zweite Ordnung. Und wenn ich den Logarithmus von a durch a0 auftrage gegen t und ich bekomme diese Gerade mit der Steigung minus k, dann wäre das der Beweis für eine Reaktion erster Ordnung. Ja, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie man weiter vorgeht. Das deute ich jetzt nur hier an. Stellen wir uns mal vor, wir hätten hier eine Reaktion dritter Ordnung. Ja, dann haben wir hier 1 durch a hoch 3 oder a hoch minus 3 dA. Da müsste man nachschauen, was das für eine Stammfunktion hat und entsprechend dann auftragen. So, dann machen wir hier auf den Folien mal weiter. Das habe ich jetzt für alle möglichen Ordnungen hier aufgeschrieben. Und zwar einmal, wie sieht das Geschwindigkeitsgesetz in der differenziellen Form aus? Also für erste, für zweite Ordnung haben wir das schon gemacht und haben es uns auch ausgerechnet. Für nullte Ordnung ist es natürlich sogar noch ein Stück einfacher, weil hier hängt es ja gar nicht mehr von der Konzentration von a ab. Das heißt, das Integral auf der linken Seite ist das Integral dA und das ist natürlich auch wieder a. An der oberen Grenze ist es a, an der unteren Grenze ist es a0. Also steht hier a minus a0 und dann kann man das a0 einfach auf diese Seite bringen. Ja, das wäre für die Reaktion nullter Ordnung. Und für dritte Ordnung, das was wir eben gar nicht gemacht haben, sehen wir hier, was rauskommt. Also das ist die Stammfunktion 1 durch 2 a Quadrat. Okay, und das habe ich hier mal gezeigt. Wenn man jetzt nämlich direkt die Konzentration von a aufträgt gegen die von t, dann ist nullte Ordnung. Es geht einfach linear runter. Und dieses linear runter passiert mit einer Steigung von der Geschwindigkeitskonstante. Ja, so. Das ist nullte Ordnung und es hängt nicht ab von der Konzentration von a. Nach erster Ordnung geht es exponentiell runter. Nach zweiter Ordnung geht es ein bisschen langsamer runter und nach dritter Ordnung geht es noch langsamer runter. Das heißt, je höher die Ordnung der Reaktion, umso langsamer ist das Abfallen von der hier auf 1 normierten Anfangskonzentration. So, und hier ist es nochmal im Einzelnen gezeigt. Wenn wir jetzt die Konzentration direkt gegen die Zeit auftragen und bekommen eine Gerade, dann ist es nullte Ordnung, dann hat die Gerade die Steigung K0, also Geschwindigkeitskonstante nullte Ordnung. Wenn wir den Logarithmus der Konzentration auftragen, dann bekommen wir eine Steigung mit minus K1. Wenn es erster Ordnung ist, wenn wir 1 durch A auftragen und es gibt eine Steigung, dann haben wir eine Reaktion zweiter Ordnung. Und wenn wir 1 durch 2 mal a Quadrat auftragen und es gibt eine Gerade, dann haben wir eine Reaktion dritter Ordnung. Also man kann durch das Auftragen nach verschiedenen Ordnungen und dann schauen, stimmen die Messwerte mit dem, was mein Modell mir jetzt voraussagt, überein, die Ordnung einer Reaktion bestimmen. Und das ist halt nochmal einfach der Beweis, ich kann der Reaktion nicht ansehen, nach welchem Mechanismus sie verläuft und somit kann ich auch nicht voraussagen, nach welcher Ordnung sie verläuft. Ich kann nur Annahmen darüber machen und dann teste ich die Annahmen, ob die Änderung der Konzentration mit der Zeit, mit dem Modell, was ich aufgestellt habe, nullte, erste, zweite, gebrochene Ordnung übereinstimmt. Und wenn sie übereinstimmt, dann habe ich einen Hinweis darauf, dass die Reaktion nach diesem Mechanismus abläuft. So, das wäre das zu den verschiedenen Ordnungen. Und was ganz wichtig ist, man muss die Anfangskonzentration, also A0, gar nicht kennen. Wenn ich jetzt nochmal hier zurückgehe, dann kriege ich, wenn ich nur Ln auftrage, also Ln der Konzentration auftrage, aus dem
y-Achsenabschnitt Logarithmus a0. Wenn ich nach zweiter Ordnung 1 durch a auftrage, kriege ich aus dem Achsenabschnitt 1 durch a0. Wenn ich nach dritter Ordnung 1 durch 2a² auftrage, kriege ich aus dem Achsenabschnitt 1 durch 2 mal der Anfangskonzentration zum Quadrat. Das heißt, ich brauche die Anfangskonzentration gar nicht. Die stellt nämlich ein gewisses Problem dar. Wenn die Reaktion sehr schnell abläuft und ich starte die, dann ist sozusagen mein erstes Zeitintervall, bei dem sich die Konzentration am stärksten ändert, kann ich noch so klein wählen. Ich habe nicht das A0 gemessen, sondern ich habe das A0 zum Zeitpunkt t plus Delta t gemessen. Auch wenn ich Delta t klein mache, wenn sich A0 sehr schnell ändert, kann ich A0 nur sehr schwer messen. Und deswegen ist es ganz vernünftig, dass man eben die Auftragung so wählt, dass man dieses A0 in der Auswertung überhaupt nicht benötigt. Und der zweite Trick ist, es ist manchmal schwierig, eine Konzentration zu messen. Und dann brauche ich nichts anderes als eine der Konzentration proportionale Größe. Und das haben wir eben schon mal gemacht. Und ich habe es auch kurz dazu gesagt, dass wir das machen. Nämlich bei der Reaktion vom Stickstoffpentoxid zum Stickstoffdioxid haben wir die Konzentration ersetzt durch den Partialdruck. Und so kann man andere Größen nehmen, die proportional zur Konzentration sind und kann einfach deren Änderung bestimmen. Und eine Möglichkeit außer dem Partialdruck ist zum Beispiel die Lichtabsorption. Und das kann man immer dann machen, wenn die Produkte und die Edukte Licht in unterschiedlicher Weise absorbieren. Oder wenn die Produkte und die Edukte unterschiedlich gefärbt sind, sodass man also tatsächlich auch aus der Farbtiefe auf die Konzentration schließen kann. Ja, das sind so Dinge, die werden wir im nächsten Kapitel machen, Absorption und Lambert-Beersches Gesetz. Aber da haben wir Messgrößen, die sind eben proportional zur jeweiligen Konzentration und dann kann ich direkt die messen. Und das ist hier mal gezeigt. Also die Konzentration von A, die will ich jetzt ersetzen durch eine der Konzentration A proportionale Größe. Ich nenne die jetzt mal allgemein X, weil es vollkommen egal, ob das Druck oder Lichtabsorption ist. Dann ist der ln von A ist gleich der Logarithmus von irgendeiner Konstante mal X. Also diese Konstante brauche ich, weil ich habe ja gesagt, x ist der Konzentration nur proportional. Ja? X ist nicht gleich a, es ist proportional, also brauche ich hier eine Proportionalitätskonstante. Ich ersetze also ln a durch ln von einer Konstanten mal dieser proportionalen Größe. So, dann habe ich hier den Logarithmus von diesem Produkt und das ist nichts anderes als der Logarithmus von x plus der Logarithmus der Konstanten. Also Logarithmus von x plus dem Logarithmus der Konstante ist gleich, so und jetzt wenn ich das normal integriere, dann kommt hier minus kt raus. Und wenn ich jetzt ohne Kenntnis der Anfangskonzentration ändere, muss ich noch diesen Logarithmus Logarithmus der Konstante quasi als Konstante dazu rechnen und das ist die sogenannte Integrationskonstante und die hat den Wert in diesem Fall ln a0. So, und dann haben wir also ln x ist gleich minus kt plus c und c' ist jetzt eben die Integrationskonstante hier. Und ich habe hier unser ursprüngliches Beispiel, nämlich die Reaktion von dem Stickstoffpentoxid, mal nach dieser Methode ausgewertet und habe hier nur die Partialdrücke aufgetragen, also genauer gesagt den Logarithmus der Partialdrücke gegen t. Und da sehen wir, auch nach dieser Auftragung
liegen die Punkte wunderbar auf einer Geraden. Und das heißt, wir müssen diesen umständlichen Weg, den wir vorher, ich gehe nochmal zurück, begangen haben, und hier jeweils mit der Anfangskonzentration das zu machen, das müssen wir gar nicht machen. Wir können direkt den Logarithmus des Partialdrucks auftragen und bekommen dann hier die Gerade. Und der Achsenabschnitt ist dann der Logarithmus der Anfangskonzentration. So, okay. Damit haben wir die erste Stunde rum und wir machen jetzt eine kurze Pause, also wieder unsere 15 Minuten Pause, und sehen uns dann in 15 Minuten wieder. Bis gleich.
So, hallo, hier sind wir wieder. Wir hatten vor der Pause ja verschiedene Methoden besprochen, wie man die Ordnung einer chemischen Reaktion überprüfen kann und wie man, wenn man dann die Ordnung bestimmt hat, auch auf die Geschwindigkeitskonstanten kommt. Und jetzt wollte ich direkt zu einer weiteren Methode übergehen, und das ist die Methode der Halbwertszeiten. Also die Halbwertszeit, hatten wir ja schon definiert, war die Zeit, bei der die Ausgangskonzentration auf die Hälfte abgefallen ist. Also die Konzentration A1/2 ist die Anfangskonzentration dividiert durch 2. Und das hier hatten wir uns beim letzten Mal schon hergeleitet, dass die Halbwertszeit gleich dem Logarithmus 2 dividiert durch die Geschwindigkeitskonstante ist. Und Logarithmus 2 ist 0,69. So, also das heißt, wenn wir eine Reaktion erster Ordnung haben, dann können wir aus der Bestimmung der Halbwertszeit die Geschwindigkeitskonstante bestimmen, weil die Halbwertszeit ist T1/2 und die ist 0,69 durch K. Also das heißt, wenn ich das hier messe, kann ich K bestimmen. Das Angenehme ist, bei der Reaktion erster Ordnung ist die Halbwertszeit konzentrationsunabhängig. Ja, und das ist das, was wir beim radioaktiven Zerfall beobachten. Die Halbwertszeit ist nicht von der Ausgangskonzentration abhängig. Wenn wir andere Reaktionsordnungen als 1 haben, dann hängt es natürlich von der Konzentration ab. Und der Zusammenhang ist relativ einfach. Die Halbwertszeit ist proportional zur Anfangskonzentration hoch 1 durch n. 1 minus n. Entschuldigung. Und n ist in diesem Fall die Reaktionsordnung. So. Wenn wir jetzt also diese Gleichung hier logarithmieren, dann haben wir auf der linken Seite ln T1/2 stehen und auf der rechten Seite haben wir, so, und jetzt müssen wir hier quasi wieder die Integrationsvariable berücksichtigen, also den Logarithmus einer Konstanten plus, und jetzt ziehe ich hier 1 minus n vor, ja, also den Exponent vor den Logarithmus ziehen, 1 minus n mal Logarithmus der Anfangskonzentration. So, und das sehen wir schon, was wir machen können, wenn man den Logarithmus der Halbwertszeit, die man gemessen hat, gegen den Logarithmus der Anfangskonzentration aufträgt, dann bekommt man eine Gerade, und diese Gerade hat die Steigung 1 minus n, also 1 minus der Ordnung der Reaktion. Jetzt stellen wir uns vor, die Reaktion wäre erste Ordnung, dann ist n gleich 1 und dann wäre die Steigung 0 und dann hätten wir eine horizontale Gerade, weil wir wissen ja, die Halbwertszeit hängt nicht von der Konzentration ab bei erster Ordnung, also kann auch der Logarithmus der Halbwertszeit nicht von der Konzentration abhängen. Und wir hätten hier eine Unabhängigkeit. Ja, das wäre hier einfach eine horizontale Linie. Alle anderen Ordnungen liefern jetzt verschiedene Steigungen. Und aus dieser Steigung 1 minus n kann ich dann eben n bestimmen. Das ist eine Möglichkeit, quasi in einem Schritt, es sind mehrere Messungen, aber in einem Schritt direkt die Reaktionsordnung zu bestimmen. Bei den Methoden, die wir bisher besprochen hatten, sind wir ja so vorgegangen, wir nehmen eine Ordnung an, nullte Ordnung, und testen, ob die Daten diesem Geschwindigkeitsgesetz entsprechen. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir dasselbe probieren für erste Ordnung, und wenn das auch nicht stimmt, dann wieder für zweite Ordnung. Das heißt, man macht jedes Mal die ganze Auswertung, um die Ordnung zu bestimmen. Und diese Methode der Halbwertszeiten, also man misst einfach, wann ist von der Anfangskonzentration nur noch die Hälfte da, macht es für verschiedene Anfangskonzentrationen, trägt dann den Logarithmus der Halbwertszeit, die man gemessen hat, gegen den Logarithmus der Anfangskonzentration auf. Und aus diesem Diagramm kann man direkt die Reaktionsordnung bestimmen. Ja? Man hat jetzt nur die Reaktionsordnung und noch nicht die Geschwindigkeitskonstante. Das ist der Nachteil bei dieser Methode. Aber ich habe in einem Schritt sofort, es ist Reaktion zweiter Ordnung, und kann jetzt den Schritt zurückgehen und bestimme dann die ganze Kinetik
nur noch für Reaktion zweiter Ordnung. Ich kenne diese Antwort. Ja, ja, ich muss nicht testweise noch nullte und erste Ordnung ausprobieren. Deswegen ist das eigentlich ein ganz praktisches Verfahren. Und ein Beispiel. Ein Beispiel ist zum Beispiel diese Reaktion von Acetylcoenzym A, also von Coenzym A mit diesem Acetylchlorid hier zu Acetylcoenzym A und HCl wird dabei frei. Und die Frage ist, ist das eine Reaktion erster Ordnung oder ist es eine Reaktion zweiter Ordnung? Und wir nehmen jetzt einfach mal an, es wäre erste Ordnung. Und wir haben ja gelernt, was wir machen müssen. Wir müssen den Logarithmus der Konzentration gegen die Zeit auftragen. Und unsere Messwerte sind die Kreuze, die wir hier sehen. Wenn man da eine Ausgleichsgerade durchlegt, ja, kann man natürlich machen, dann liegen die hier etwas drunter, die hier etwas drüber. Und der Korrelationskoeffizient hier wäre 0,98. Das ist kein sehr guter Korrelationskoeffizient. Dann nehmen wir mal an, es wäre zweite Ordnung. Auch da wissen wir, was wir tun müssen. Wir müssen die Zeit hier gegen 1 durch C auftragen. Also hier haben wir jetzt 1 durch die Konzentration gegen die Zeit aufgetragen. Das hier sind jetzt unsere Messwerte. Und wir sehen, die liegen fast perfekt auf einer Geraden, jetzt mit einer Korrelation von 0,999. Und wir sehen hier, es handelt sich also bei der Reaktion von der Acetylierung von Coenzym A um eine Reaktion zweiter Ordnung. Wir sehen, manchmal denkt man, 0,98 ist eine echt gute Korrelation. Es lohnt sich immer, nochmal zu schauen, ob man nicht mit einer anderen Auftragung eine bessere Korrelation hinkriegt. Und ich sage das deswegen, weil ich habe jetzt hier natürlich Paradebeispiele genommen. Also Paradebeispiele in dem Sinn, dass ich die Werte gar nicht als Messwerte genommen habe, sondern ich habe aus den mir bekannten Geschwindigkeitskonstanten mit die ganzen Konzentrationen zurückgerechnet. Und das, was ich hier als Messwerte angegeben habe, sind also von mir ausgerechnete, perfekte Konzentrationswerte. So funktioniert es natürlich nicht. Normalerweise geht ihr ins Labor und misst diese Konzentrationen mit irgendeiner analytischen Methode. Und jetzt wisst ihr, jede analytische Methode hat auch einen Fehler. Und somit hat die Konzentrationsbestimmung, die ihr durchführt, einen gewissen Fehler. Also dieser Wert, den ihr daraus bestimmt, hat eine gewisse Standardabweichung und die müsst ihr mit berücksichtigen. Man könnte auch sagen, ihr habt ein Rauschen auf der Messung und dieses Rauschen habe ich hier nicht, weil ich sozusagen perfekte Bedingungen simuliert habe. Und dieses Rauschen führt manchmal dazu, dass der Unterschied in den Datenpunkten, wenn ich hinterher die Auswertung mache, gar nicht so irrsinnig groß ist. Nehmen wir nochmal dieses Beispiel, was wir eben hier hatten, nämlich für das Acetylcoenzym A und die Auswertung, wenn ich den Logarithmus der Konzentration gegen die Zeit auftrage, ja, und wir erwarten ja eine Gerade und die Messwerte lagen in etwa, ja, der war drüber, lagen in etwa so, aber euer Messwert hätte einen Fehlerbalken, der in etwa so groß ist, ja, dann würdet ihr, ohne jetzt mit der Wimper zu zucken, hier eine Gerade durchlegen. Bin ich mir sicher. Wenn man die Messwerte so hat, dass durch die Fehlerbalken sich eine Gerade legen lässt, dann macht man das psychologisch gesehen auch, weil man möchte immer den einfacheren Zusammenhang haben. Der einfache Zusammenhang ist immer ein linearer. Und sobald es optisch gesehen möglich ist, macht man das auch. Dass es bei mir so so seltsam aussah, lag einfach daran, dass ich keine Fehlerbalken hatte und euer Auge noch dadurch ein bisschen betrogen habe, dass ich hier tatsächlich gestrichelt den wahren Verlauf eingezeichnet habe. Das heißt,
da habt ihr sofort gesehen, oh, das weicht ja von linear ab, aber ihr gebt zu, wenn ich die Fehlerbalken einzeichne, dann sieht das hier eigentlich, ups, das war zu viel, eigentlich gar nicht so schlecht für einen linearen Verlauf aus und man könnte hier mit Fug und Recht tatsächlich vielleicht noch was Lineares anfinden. Also deswegen ganz große Vorsicht, nur weil man beim Fitten von experimentellen Werten hier tatsächlich sowas rausbekommt wie eine Gerade, heißt es noch lange nicht, dass es tatsächlich dieser Reaktionsordnung entspricht. Man muss dann nochmal alternativ eine höher, eine niedriger Reaktionsordnung ausprobieren und schauen, ob der Korrelationskoeffizient dann nicht besser, manchmal sogar dramatisch besser wird. Und dann sieht man erst, dass es sich tatsächlich um eine andere Reaktionsordnung handelt. Ja, das ist das, was wir hier jetzt nochmal gezeigt haben. Das ist dieses Beispiel. Ich sage, hier habe ich euer Auge quasi durch die gestrichelte Linie ja schon darauf hingewiesen. Wenn ich das nicht gemacht hätte und hätte hier die Fehlerbalken eingezeichnet, dann hättet ihr das hier mir genauso abgekauft, dass es ein linearer Zusammenhang ist. So, dann gibt es noch weitere Methoden, wie man die Reaktionsgeschwindigkeiten messen kann. Und das bekannteste davon ist die Isolationsmethode. Bei der Isolationsmethode, die wendet man dann an, wenn man viele Reaktionspartner hat. Also wenn man mehrere Edukte hat und man müsste jetzt ja die Konzentration jedes einzelnen dieser Edukte bestimmen und im Geschwindigkeitsgesetz berücksichtigen. Und man kann sich diese ganze Arbeit sparen, indem man bis auf einen einzigen Reaktionspartner alle anderen in einem großen Überschuss verwendet. Also das Beispiel ist die Reaktion von dem Abbau von A mit der Zeit. Und wir haben I Komponenten und dann geht es mit der Geschwindigkeitskonstante K1 mal der ersten Komponente A1 hoch N1, ja, und das wäre dann die Reaktionsordnung bezüglich der ersten Komponente mal A2 hoch N2 und das wäre die Ordnung für die zweite Komponente und so weiter. Ja. Und wenn ich N verschiedene Edukte habe, dann habe ich hier N Produkte stehen und ich müsste jede einzelne Konzentration messen. Wenn ich jetzt aber bis auf die ite Konzentration alle anderen konstant lasse, dann kann ich die in diese Konstante reinpacken. Und wie lasse ich die konstant? Indem ich die in ganz, ganz großem Überschuss wähle, weil großer Überschuss heißt, wenn sich die ite-Komponente um ein bisschen ändert, dann ändern sich die anderen, weil die ja in großem Überschuss sind, praktisch gar nicht. Praktisch gar nicht ändern heißt, sie sind konstant und damit kann ich sie in diese Konstante K1 hier mit reinfassen und deswegen nenne ich die dann die Konstante K'. Ja, also ich habe alle anderen in so großem Überschuss gewählt, dass ihre Konzentration sich, wenn ein bisschen A1 abreagiert, praktisch nicht ändert und dann kann ich die Reaktionsordnung und die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante bezüglich der Änderung der Konzentration A1 bestimmen. Und dann ist ganz klar, wenn ich das gemacht habe, dann lege ich A2 in geringer Konzentration vor, habe A1 und alle anderen in sehr großem Überschuss und bestimme die Reaktionsordnung bezüglich A2 und so weiter. Das mache ich nacheinander mit allen Edukten. Immer dieses eine Edukt in der kleinen Konzentration, alle anderen in großem Überschuss vorlegen. Und wenn ich das dann sozusagen nacheinander sukzessive anwende, dann komme ich dahin, dass ich irgendwann alle Einzelordnungen bestimmt habe. Und die Gesamtordnung ist dann die Summe der Exponenten im Geschwindigkeitsgesetz. Und dann habe ich auf die Art und Weise die Gesamtordnung bestimmt. Das sieht jetzt hier so kompliziert aus.
Das kann man schon ganz schön machen, auch mit zwei. Ja? Ich wähle eine in großem Überschuss und bestimme nur die Konzentration der anderen. De facto macht man das relativ häufig in der Chemie ganz automatisch. Wenn nämlich der Reaktionspartner, also eines der Edukte, gleichzeitig das Lösungsmittel ist, in dem ich die Reaktion durchführe, dann liegt dieses Lösungsmittel natürlich in großem Überschuss vor. Und dann habe ich ganz inhärent schon diese Isolationsmethode durchgeführt und ich bestimme nur quasi die Änderung dessen, was ich darin gelöst habe mit der Zeit. Ja, das trifft aber natürlich nur zu, wenn die, wenn einer der Reaktionspartner gleichzeitig das Lösungsmittel ist. Und das ist das, was ich eben erwähnt habe. Man nennt diese Auswertung auch Auswertung nach Pseudo-erster Ordnung. Also wenn ich eine Reaktion habe, die eigentlich zweiter Ordnung verläuft. Also, dass mein einer Reaktionspartner, mein anderer Reaktionspartner hängen beide in erster Ordnung von, also die Geschwindigkeit hängt in erster Ordnung von ihrer Konzentration ab, also in erster Potenz der Konzentration. Und ich wähle eine in so großem Überschuss, dass ihre Änderung so klein ist, dass sie konstant ist und ich sie in die Konstante packen kann, dann sieht es so aus, als ob die Reaktion nur erster Ordnung wäre bezüglich der anderen Komponente. Und das nennt man eine Reaktion Pseudo-erster Ordnung und das ist auf der nächsten Folie hier gezeigt. Also wenn ich den Reaktionspartner B in so großem Überschuss wähle, dass er sich nicht ändert, dann packe ich die Konzentration von B0 hier, also die Anfangskonzentration von B0, in die Konstante mit rein und die kriegt dann diesen Strich hier, um zu kennzeichnen, dass es nicht mehr die ursprüngliche Geschwindigkeitskonstante zweiter Ordnung ist, sondern das ist jetzt die Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion Pseudo-erster Ordnung. Wir müssen dafür, also um dieses K2' zu messen, nur eine Relativmessung der Konzentration von A in Abhängigkeit von der Zeit durchführen. Wenn ich K2, also die echte Geschwindigkeitskonstante zweiter Ordnung, bestimmen will, dann kann ich das nur machen, wenn ich gleichzeitig die Konzentration von A und die von B messe. Und als Beispiel für eine Reaktion, wo das auch so durchgeführt wurde, war die Reaktion von Wasserstoffatomen mit Sauerstoff zu OH-Radikalen und Sauerstoffatomen. Und man hat diese Reaktion dadurch untersucht, dass man O2 in großem Überschuss einsetzt, das mischt mit H-Atomen, deren Konzentration muss man jetzt genau messen. Und auch hier machen wir jetzt was, was ich beim letzten Beispiel schon erwähnt hatte, die Konzentration von H-Atomen ist sehr schwer zu messen. Das heißt, wir brauchen eine Messgröße, die dieser Konzentration proportional ist und H-Atome fluoreszieren und wir können die mit Laserlicht anregen in angeregte Zustände, aus denen die Fluoreszenzlicht emittieren und die Intensität dieses Fluoreszenzlichtes, die ist proportional zur Menge an H-Atomen, die ich hatte. Und man kann eben diese Messgröße, die Emission von Licht aus H-Atomen messen. Man kann auch die Absorption von Licht durch H-Atome sehr schön messen. Wasserstoffatome absorbieren Licht von 121 Nanometer. Das ist die stärkste Absorption von Wasserstoffatomen. Wir werden es im nächsten Kapitel kennenlernen. Die Linie, die dazu gehört, ist die sogenannte Lyman-Alpha-Linie. Das ist ein bestimmter Übergang im Wasserstoff und die ist sehr spezifisch für Wasserstoff. Und ich kann einfach schauen, wie stark absorbiert mein System, also mein Gemisch aus H und O2, Licht dieser Wellenlänge 121 Nanometer und diese Größe, wie stark das absorbiert wird, ist proportional zur Konzentration der H-Atome. So, und das heißt, wir legen das im großen Überschuss vor, messen, wie schnell nimmt
das Haar ab durch seine Absorption und können daraus diese Reaktionsgeschwindigkeit pseudo-erster Ordnung für diese Reaktion zu OH plus O messen. Es gibt noch einen anderen Weg, wie man das messen kann. Das OH-Radikal lässt sich bei 318 Nanometer sehr schön anregen und fluoresziert dann ganz stark. Also man könnte auch die Fluoreszenz des Produktes sich anschauen, während die Fluoreszenz des Eduktes natürlich abnimmt mit der Zeit, würde die Fluoreszenz des Produktes zunehmen. Ja, auf die Art und Weise kann man diese Reaktion dann tatsächlich messen. So, und dann gibt es noch die sogenannte Methode der Anfangsgeschwindigkeiten. Als Anfangsgeschwindigkeit definiere ich mir jetzt die Änderung der Konzentration von meinem Edukt A mit der Zeit und ich ersetze jetzt hier wieder den Differentialquotienten durch den Differenzenquotienten zum Zeitpunkt t gleich 0 bis 0 plus Delta t. Und diese Anfangsgeschwindigkeitsmethode, die kann man natürlich aus dieser Definition nur dann anwenden, wenn die Reaktion langsam genug ist, dass ich einen vernünftigen Wert für die Anfangsgeschwindigkeit auch tatsächlich messen kann. Auch hier machen wir wieder genau dasselbe, wenn man es nach der Methode der Anfangsgeschwindigkeit macht, wie das, was wir vorher besprochen haben. Wir variieren nur eines der Edukte und lassen alle anderen konstant halten und bestimmen nacheinander aus dem Logarithmus der Anfangsgeschwindigkeit gegen den Logarithmus der Konzentration die Steigung. Aus dieser Steigung bestimmen wir die Ordnung für eines der Edukte und dann machen wir das für die nächsten Edukte. Also auf die Art und Weise können wir, wenn wir den Logarithmus der Anfangsgeschwindigkeit gegen den Logarithmus der Konzentration auftragen, eine Gerade kriegen, die die Steigung N1 hat. Also wenn wir das für das erste Edukt machen und diese Steigung ist dann gerade die Ordnung der chemischen Reaktion. Ja, also auf die Art und Weise kann man mit der Anfangsgeschwindigkeit ganz vernünftig auch Ordnungen bestimmen. Diese einfachen Methoden, wo ich eben nicht genau die ganze Kinetik auswerte und nach einem Geschwindigkeitsgesetz integriere, sondern mir Differenzen angucke und die entsprechend auftrage, die dienen dazu, wenn man im Labor mal ganz schnell überprüfen will, wie schnell ist denn diese Reaktion ungefähr, dann würde ich diese Methode der Anfangsgeschwindigkeiten anwenden und tatsächlich nur für zwei verschiedene Konzentrationen, weil durch zwei Konzentrationen kann ich eine Gerade legen. Der Fehler, den ich mache, ist natürlich groß. Das würde man nicht als den Endwert bestimmen. Aber wenn ich nur schauen will, ganz schnell, ist es erste oder zweite Ordnung, also ob die Steigung 1 oder 2 ist oder ob sie 0 ist, ob es gar nicht davon abhängt, das sehe ich eigentlich schon mit zwei Messungen. Das heißt, diese ganzen Auftragungen, Anfangsgeschwindigkeit, Halbwertszeitmethode, die sind eigentlich dafür gedacht, dass man in 1, 2, 3 Messungen mal im Labor ganz schnell überprüfen kann, wie ist die Ordnung oder wie ist die Geschwindigkeitskonstante. Ja, läuft das Ganze pro halbe Stunde, pro 3 Stunden ab und kann auf die Art und Weise seine Reaktion planen. So, damit kommen wir zur nächsten Folie. Und zwar geht es jetzt darum, wir haben ja bisher nur so getan, als wäre die Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion von den Konzentrationen der Produkte und der Edukte abhängig. Und dass das so ist, sieht man daran, dass wir den Proportionalitätsfaktor als Geschwindigkeitskonstante bezeichnet haben. Also das heißt, alles an diesem Experiment ist konstant, außer der Konzentration. Das waren unsere Variablen. Aber wir wissen alle, so ist es natürlich nicht. Wenn man eine chemische Reaktion durchführt, ist man sich ja durchaus bewusst, dass man die beschleunigen kann, indem man sie erwärmt. Wenn man sie beschleunigt durch Erwärmen, heißt das, die Geschwindigkeitskonstante
bei höherer Temperatur muss einen anderen Wert haben als die Geschwindigkeitskonstante bei niedrigerer Temperatur. Alles, was wir bisher hier gemacht haben, ging immer davon aus, wir machen das bei einer bestimmten konstanten Temperatur. Und bei dieser konstanten Temperatur hat das, was wir hier immer als K bezeichnet haben, einen konstanten Wert. Aber dieses K hat noch eine funktionale Abhängigkeit, nämlich zum Beispiel von der Temperatur. Und wir kennen in der Chemie diese RGT-Regel. Wenn man die Temperatur einer chemischen Reaktion um 10 Grad Celsius erhöht, ausgehend von Raumtemperatur etwa, dann verdoppelt man die Reaktionsgeschwindigkeit. Also eine Erhöhung der Temperatur um 10 Kelvin führt zu einer Verdopplung der Reaktionsgeschwindigkeit. Und hinter dieser RGT-Regel steckt ein genaues Gesetz, und der erste, der es aufgestellt hat, war Arrhenius, und deswegen ist diese Gleichung nach ihm benannt. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal hier näher an. Also wir haben hier die Geschwindigkeitskonstante und berücksichtigen jetzt, dass diese Geschwindigkeitskonstante temperaturabhängig ist. Und dann hat Arrhenius herausgefunden, dass es dann Zusammenhang gibt, und der sieht folgendermaßen aus. Wir haben einen Vorfaktor, oder der heißt auch manchmal Frequenzfaktor oder präexponentieller Faktor, und wir haben den Exponentialterm, der lautet e hoch minus, und hier steht eine Energie durch RT. Ja, und diesen Boltzmann-Term hier, also e hoch minus Energie durch RT, oder wenn ich einzelne Atome nehme, KT, der gibt mir an, wie groß ist der Anteil an, so, und wenn ich jetzt das hier als Frequenzfaktor oder auch Stoßfaktor, heißt der manchmal, an Stößen nehme, deren Energie größer gleich dieser Aktivierungsenergie ist, dann gibt mir dieser Term hier diesen Bruchteil an. Okay, also ich zeige das nochmal an der Tafel. Wir haben eine Reaktion, und bei der haben wir die Energie unserer Produkte und Edukte. Wir schauen uns an, wie diese Reaktion verläuft. Was das für eine Koordinate ist, sage ich gleich. Und wir kommen hier aus dem Edukttal und gehen hier in das Produkttal und müssen diese Energie hier überwinden, um hier rüber zu kommen. So, und diese Energie hier, die nennen wir die Aktivierungsenergie der Reaktion. So, und um eine Reaktion durchzuführen, müssen also zwei Teilchen zusammenkommen, sie müssen stoßen. Und dieser erste Faktor, dieser präexponentielle Faktor, stellt in einem sehr einfachen Modell die Häufigkeit dieser Stöße dar. So, und die Häufigkeit dieser Stöße geht man im einfachsten Fall von aus, dass die proportional ist zur Geschwindigkeit. Aber das stimmt nicht, weil es gibt natürlich Stöße, deren Energie ist gar nicht groß genug, um bis hier oben zu kommen. Das heißt, ein Stoß, der die Energie nur um diesen Betrag anhebt, führt nicht zur Reaktion. Ich muss also noch ermitteln, wie groß ist der Anteil von Stößen, deren Energie mindestens EA hat. Und dieser Anteil ist die Anzahl der Stöße multipliziert mit E hoch minus, dieser Energie dividiert durch RT. So, das ist das, was Arrhenius herausgefunden hat. Man kann diesen präexponentiellen Faktor hier noch berechnen. Was hier schon angedeutet ist, ist auch der hängt von der Temperatur ab. Also nicht nur dieser Teil hier hinten, aber die Abhängigkeit dieses präexponentiellen Faktors von der Temperatur, die ist viel, viel geringer als die Temperaturabhängigkeit, die hier in E hoch minus irgendwelche Konstanten durch T drin steht. Das heißt, in einer ganz groben Näherung kann man sagen, ach, dieser präexponentielle Faktor ist gemessen an der großen Temperaturabhängigkeit von diesem Term hier relativ klein, und wir nehmen den mal als konstant an.
So, und wenn wir jetzt diese Arrhenius-Gleichung uns hier anschauen, dann können wir die logarithmieren. Und dann haben wir auf der linken Seite ln von k stehen und auf der rechten Seite haben wir ln von at stehen und jetzt plus und der Logarithmus von e hoch minus ea durch rt ist minus ea durch rt, also wird das ein Plus hier ein Minus, also haben wir dann stehen Logarithmus von a von t minus ea durch rt. Ja, und das ist das, was hier unten steht. Und das heißt, wenn ich in diesem Diagramm hier Logarithmus der Geschwindigkeitskonstante auftrage gegen 1 durch t, dann bekomme ich ein Diagramm, dessen Steigung, das ist hier gezeigt, minus der Aktivierungsenergie durch r ist. Also ich trage linear auf Logarithmus k von t gegen 1 durch t und kriege jetzt eine Gerade und die hat die Steigung minus ea durch r. R ist die allgemeine Gaskonstante, das ist eine Konstante, die ich kenne, also kann ich daraus die Aktivierungsenergie bestimmen. So, und hier ist nochmal die Definition, die ich schon eben an der Tafel gezeigt hatte, gezeigt für die Aktivierungsenergie. Ja, das ist also der Unterschied zwischen der Energie der Edukte und diesem Übergangszustand für die Hinreaktion und der Unterschied der Energie der Produkte und diesem Übergangszustand für die Rückreaktion. So, und der Unterschied zwischen der Energie der Edukte und der Energie der Produkte ist die Reaktionsenthalpie, das hatten wir schon. Und das heißt, aus der Differenz der Aktivierungsenergie von Rückreaktion und von Hinreaktion kann man auch die Reaktionsenthalpie berechnen. So, jetzt will ich ganz kurz anhand dieses Diagramms, was wir hier stehen haben, nochmal den Begriff der Katalyse beleuchten. Weil man sagt manchmal gemeinhin so, ein Katalysator beschleunigt eine chemische Reaktion. In der Summe ist das vielleicht richtig, wenn ich das Ganze mikroskopisch betrachte, stimmt das aber so nicht. Was ein Katalysator eigentlich macht, ist, er eröffnet einen alternativen Reaktionsweg, der entlang eines Pfades verläuft, bei dem die Aktivierungsenergie niedriger ist. Also das heißt, wenn ich von diesem Tal, in dem meine Edukte liegen, über diesen Übergangszustand in das Produkttal laufe, dann würde mir ein Katalysator einen anderen Weg eröffnen, der hier etwas niedriger liegt. So, ich mache das jetzt bewusst gestrichelt, weil entlang dieser Koordinate, und das ist das, was man als die Reaktionskoordinate bezeichnet, macht der Katalysator gar nichts. Das ist meine Reaktionskoordinate oder mein Verlauf entlang dieser Reaktionskoordinate. Was der Katalysator eigentlich macht, ist, er eröffnet eine neue Koordinate, so, und das kann ich jetzt dreidimensional hier nur schwer zeichnen, und entlang dieser Koordinate ist der Weg in dieses Tal hier sozusagen über einen Pass, über einen Sattelpunkt, und dieser Sattelpunkt liegt niedriger als diese Aktivierungsenergie, das heißt, wenn ich hier entlang der Koordinate Q' laufe, dann ist mein Übergangszustand hier niedriger und ich komme schneller in das Produkttal. Insofern beschleunigt zwar der Katalysator die chemische Reaktion, aber es handelt sich eigentlich um eine andere Reaktion. Der Katalysator greift aktiv ein, bildet Bindungen mit den Edukten aus. Er wird hinterher wieder unverändert freigesetzt, aber er hat der Reaktion ermöglicht, einen anderen Weg zu gehen, sodass man nicht über den Gipfel laufen muss, sondern über eine Passstraße, die über einen Sattel, und dieser Sattel ist niedriger und deswegen führt der Katalysator eben zu einer Beschleunigung dieser Reaktion, indem er den Mechanismus verändert. Ja, das ist das, was ich hier
beschrieben habe. So, und in der verbleibenden Zeit machen wir jetzt noch ein Beispiel für Reaktionen, die zusammengesetzt sind. Das heißt, die nicht in einem Schritt ablaufen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Sie laufen entweder parallel ab oder sie laufen sukzessive oder in Folge ab. Und danach bezeichnet man diese Reaktionen eben als Parallelreaktionen oder als Folgereaktionen. Und womit ich anfangen möchte, ist eine Folgereaktion. Also ein Edukt A reagiert zu einem Produkt B mit der Geschwindigkeitskonstante K1 und diese Reaktion soll jetzt mal erster Ordnung verlaufen. Und es bleibt aber jetzt nicht bei B stehen, sondern B reagiert mit einer Geschwindigkeitskonstante K2 zu den Edukten C ab. Und das ist jetzt mein stabiles Produkt. So, und wir schauen uns mal den Verlauf der Konzentrationen an. Also hier tragen wir die Konzentration von A, von B und von C jeweils auf gegen die Zeit T. Ja, und wenn wir das machen und fangen mit A an, und ich hatte ja schon gesagt, wir betrachten der Einfachheit halber jetzt mal ein Gesetz erster Ordnung, dann wissen wir, was passiert. Wir haben eine exponentielle Abnahme der Konzentration von A. So. Aus A bildet sich B. Wenn jetzt die Reaktion hier Schluss wäre, dann könnte man das Ganze sehr schnell, sehr schön zeichnen. Ich würde die Umkehrreaktion hierfür nehmen, die Umkehrfunktion. Dann wäre der Verlauf in etwa so. Das ist aber natürlich nicht, was passiert. B wird gebildet, aber B reagiert auch gleichzeitig wieder ab. Also eigentlich müssen wir jetzt folgende Reaktionen berücksichtigen. Die Änderung von A mit der Zeit T ist minus KdT. Ja, das ist die, minus K mal A. So, das ist die Abnahme von A mit der Geschwindigkeitskonstante K1. So, die Änderung von B, dB nach dT, die ist jetzt ein bisschen komplizierter. dB wird aus A gebildet, Bildung war plus, mit einer Geschwindigkeitskonstante K1, die von der Konzentration A abhängt. Gleichzeitig zerfällt es aber in B, Zerfall ist eine Abnahme, also minus. Wie groß ist die Geschwindigkeitskonstante des Zerfalls? Die ist K2, also minus K2 mal der Konzentration von B. Und jetzt seht ihr schon gleich ein bisschen das Dilemma. Ich kann das nicht mehr so einfach integrieren wie eben, weil die Variablentrennung kann ich nicht mehr machen. Die Konzentration von B kann ich zwar auf diese Seite bringen, aber hier habe ich ja noch die Konzentration von A drin stehen. Die muss ich mir also irgendwie ermitteln, die Konzentration von A. Zu jedem Zeitpunkt kann ich mir aber ermitteln, indem ich dieses Integral hier oben löse. Ja, wir erinnern uns, das war nämlich ln A ist gleich minus K mal T. Das heißt, wir können das hier ausrechnen, hier einsetzen, dann integrieren und bekommen dann die Lösung und der Vollständigkeit halber noch die Änderung der Konzentration von C mit T ist gleich, muss ja eine Zunahme sein, plus K2 mal der Änderung, mal der Konzentration von B. Ja, das sind die drei Differentialgleichungen, die muss ich jetzt integrieren und ich mache das nicht, das ist was wir erst in der also in der Grundvorlesung machen, nur mal als Überlegung. Am Anfang ist ja noch gar kein B da, das heißt, wenn A zerfällt, bildet sich erstmal B. Und das können wir ja schon mal eintragen. Also es wird sich B bilden. So, und sobald sich B bildet, kann natürlich diese Reaktion stattfinden. Das heißt, es wird sich B bilden und dann aber auch wieder abnehmen.
solange bis es auch hier 0 ist. Und C kann natürlich überhaupt erst gebildet werden, wenn schon B da ist. Das heißt, C wird später einsetzen und wird dann aber natürlich, wenn das hier der Wert von A0 ist, bis hier hochgehen. Ja, also das ist die Konzentration von C, das hier ist die Konzentration von A und das hier ist die Konzentration von B. So, wie viel B jeweils gebildet wird, hängt davon ab, wie das Verhältnis der Geschwindigkeitskonstanten hier ist. Wenn K2 sehr groß ist im Verhältnis zu K1, dann reagiert das B sehr schnell ab, schneller als es gebildet wird und die Konzentration von B hier bleibt sehr klein. Wenn K2 langsam ist im Verhältnis zu K1, bildet sich B, es bildet sich mehr B als abreagieren kann und die Konzentration von B ist größer. Ja? Und das heißt, die Bildung von C wird umso weiter nach hinten verschoben, je größer der Anteil ist an B, der intermediär gebildet wird. Also wenn K2 sehr groß ist, dann bleibt das B hier unten und das C wird praktisch instantan gebildet. Wenn K1 sehr groß ist, dann bildet sich intermediär eine große Konzentration an B, die dann erst langsam, K2 ist ja klein, zu C abreagiert. So, und das heißt, wie schnell C gebildet wird, hängt vom langsamsten dieser beiden Schritte ab. Wenn es nützt mir nichts, wenn ich ganz schnell B bilde, aber B extrem langsam zu C abreagiert, es nützt mir aber auch nichts, wenn die Reaktion von B nach C unglaublich schnell ist, aber B erst über eine sehr langsame Reaktion gebildet wird. Man nennt das Ganze auch das Bottleneck-Prinzip oder Flaschenhals-Prinzip. Das heißt, der engste Punkt bestimmt, wie viel durchfließen kann. Und hier die kleinste Reaktionskonstante bestimmt, wie schnell mein Produkt C gebildet werden kann. Also die langsamste Reaktion ist bei Folgereaktionen die geschwindigkeitsbestimmende. So, ich habe das hier in diesen Folien nochmal gezeigt. Was ich hier hingeschrieben habe, ist die integrierte Form meines Geschwindigkeitsgesetzes. Das ist für A, das, was wir schon mal gemacht haben. Und für B habe ich hier den Ausdruck hingeschrieben. Der hängt jetzt natürlich davon ab, wie schnell fällt das ab relativ zu K1 und relativ zu K2. Und für C habe ich es gar nicht mehr integriert, sondern habe einfach gesagt, naja, ich habe nur A und B und C in meinem System. Am Anfang hatte ich nur A0. Und das heißt, die Summe aller drei muss immer konstant bleiben. Ich kann nicht irgendwas dazu erfinden. Das heißt, die Summe von der Konzentration von C muss die Anfangskonzentration von A sein, minus der aktuellen Konzentration von B, minus der aktuellen Konzentration von C. Ja, auf die Art und Weise kann ich C ermitteln aus den jeweiligen Konzentrationen von A und B. So, also das ist das, was wir als Folgereaktionen bezeichnen. Und jetzt noch das nächste, die Parallelreaktion. Bei Parallelreaktionen haben wir aus einem Edukt A kann ein Produkt B entstehen mit einer Geschwindigkeitskonstante K1. Oder es entsteht das Produkt C mit einer Geschwindigkeitskonstante K2. Und das ist hier mal gezeigt. Also rot ist wieder die Abnahme von A. Und dann ist das hier die Zunahme von B. Und das hier ist die Zunahme von C. Und wenn die Zunahme von C doppelt so schnell ist wie die Zunahme von B, dann sehen wir hier am Ende, habe ich doppelt so viel von C vorliegen wie von B. Wenn die fünfmal so schnell ist, dann habe ich fünfmal so viel vorliegen. Das heißt, bei Parallelreaktionen bestimmt die schnellste Reaktion die Bildung meines Produktes. Also ich kann aus einem Edukt
zwei verschiedene Produkte machen. Und das, was schneller gebildet wird, überwiegt dann in meiner Endmischung. Ist irgendwie naheliegend. Aber was uns das jetzt noch voraussagt, ist, wenn das Produkt B fünfmal so schnell gebildet wird wie das Produkt C, dann ist es im Ende, also am Ende der Reaktion in fünffachem Überschuss vorhanden. Und das legt also direkt dann nahe, wie man bei Parallelreaktionen vorgehen muss. Man muss schauen, dass die Bildung des Produktes, was man haben will, möglichst so beschleunigt wird, dass die Bildung des anderen Produkts, was ein unerwünschtes Nebenprodukt ist, nur relativ gering ist. Ja, auch da kann die Kinetik dann Auskunft geben, indem sie über das Verhältnis der Geschwindigkeitskonstanten bestimmt, welches der entsprechenden Produkte am Ende im Überschuss vorliegt, also in der maximalen Konzentration vorliegt. Okay, damit sind wir am Ende der Vorlesung angelangt und wir machen jetzt wieder die Viertelstunde Pause und danach machen wir die Übungsstunde. Bis gleich. Ja, willkommen zurück bei den Übungen. Wir haben beim letzten Mal aufgehört mit dieser Multiple-Choice-Aufgabe zu Folge- und Parallelreaktionen. Und genau an der Stelle möchte ich jetzt weitermachen. Ich blende mich mal hier gerade wieder ein. So. Also, es geht hier nicht um Multiple-Choice, sondern um eine richtig-falsche Auswahl. Und mal die Uhr starten. Die erste Aussage ist, bei Folgereaktionen bestimmt die schnellste Reaktion die Gesamtgeschwindigkeit. Wir hatten uns Folgereaktionen angeschaut und haben gesehen, dass natürlich da das Bottleneck-Prinzip die Reaktionsgeschwindigkeit bestimmt, also der langsamste Schritt. Und somit ist natürlich diese Aussage falsch. Zweite Aussage, bei Parallelreaktionen bestimmt die schnellste Reaktion die Gesamtgeschwindigkeit. Auch das haben wir gesehen, wenn aus einem Edukt zwei verschiedene Produkte entstehen können, dann entsteht natürlich das Produkt in größerer Menge, das zur größeren Reaktionsgeschwindigkeit gehört. Das heißt, bei Parallelreaktionen bestimmt die schnellste Reaktion die Gesamtgeschwindigkeit. Diese Aussage ist also richtig. Dann haben wir die dritte Aussage. Aus der Gleichgewichtskonstante können die Geschwindigkeitskonstanten von Hin- und Rückreaktionen bestimmt werden. Diese Aussage ist nicht richtig. Wir hatten gesehen, dass man zwar aus dem Verhältnis der Geschwindigkeitskonstanten für Hin- und Rückreaktionen die Gleichgewichtskonstante bestimmen kann, aber nicht umgekehrt. Das heißt, diese Antwort ist falsch. Dann haben wir aus den Reaktionsgeschwindigkeiten von Hin- und Rückreaktionen kann die Gleichgewichtskonstante bestimmen, das habe ich ja eben gerade gesagt. Also diese Antwort muss damit richtig sein. Dann haben wir als Aussage beim Auftragen des Logarithmus der Konzentration gegen die Zeit, bei einer Reaktion zweiter Ordnung erhält man eine Gerade. Wir wissen, wenn man den Logarithmus der Konzentration gegen die Zeit aufträgt und erhält eine Gerade, dann hat man eine Reaktion erster Ordnung und nicht zweiter Ordnung. Das heißt, diese Aussage ist eindeutig falsch. Und jetzt die letzte, beim Auftragen der inversen Konzentration gegen die Zeit erhält man bei einer Reaktion zweiter Ordnung eine Gerade, da das genau das ist, was man macht bei einer Reaktion zweiter Ordnung. Also man trägt 1 durch C gegen T auf erhält dann eine Gerade, wenn es zweite Ordnung ist, zeigt. Also die letzte Antwort ist richtig. Ja, also auch hier haben wir jetzt wieder dieses Schema, 3 richtige und 3 falsche. So, und damit kommen wir schon zur nächsten Aufgabe. Und zwar, die hatten wir in der Vorlesung schon mal so ein bisschen kurz behandelt, nämlich die Bildung von Jodwasserstoff aus Jod und Wasserstoff. Und da ist die Angabe, dass diese Reaktion nach einem Geschwindigkeitsgesetz zweiter Ordnung abläuft. Und man soll aus der Angabe, dass es zweiter Ordnung ist, eine Struktur für den Übergangszustand vorschlagen, der in einem Schritt zu dem entsprechenden Produkt, also zum Jodwasserstoff, führt. Und das mache ich jetzt gar nicht an der Tafel, das haben wir hier eigentlich sehr schön gezeichnet. Wir haben das Jod und dieses Jod reagiert in einem Schritt mit dem H2 in der Art, dass sich ein Übergangskomplex bildet,
der hier gezeigt ist und der dann, also die erste Schnittebene ist diese hier, und der dann in der Ebene senkrecht dazu getrennt wird und in einem Schritt zur Bildung der Produkte führt. Und jetzt machen wir das doch nochmal ganz kurz an der Tafel, was das für die Reaktionsgeschwindigkeit heißt. Also wir haben die Änderung der Konzentration an Wasserstoff mit der Zeit ist gleich minus, die Konzentration vom Wasserstoff nimmt ab, also deswegen das Minus. Die Geschwindigkeitskonstante ist K mal, und jetzt haben wir die Konzentration von H2 und die Konzentration von I2. Ja, es hängt von beiden in erster Potenz ab. Das heißt, wenn es sich bei der Reaktion um eine Elementarreaktion handelt, dann stimmt die Ordnung und die Molekularität überein. Die Molekularität in dem Fall ist 2. Ein Molekül H2 reagiert mit einem Molekül I2, also Molekularität 2. Das hier wäre eine Reaktion zweiter Ordnung. Und der Mechanismus, den wir eben aufgeschrieben haben, der würde genau mit so einem Mechanismus übereinstimmen. Ja, in einem Schritt kann sich H2 und I2 zum Übergangszustand bilden. In der senkrecht dazu liegenden Koordinate trennen die sich. Das heißt, eine Reaktion, eine Elementarreaktion führt zu den Produkten und somit steht dieser Mechanismus in Einklang mit der Beobachtung. Heißt das jetzt, dass der auf alle Fälle richtig sein muss? Nein, das heißt es nicht, weil wir noch gar nicht untersucht haben, ob nicht irgendwelche Zwischenprodukte auftreten. Und dieses Auftreten der Zwischenprodukte, die ist jetzt in der nächsten Aufgabe beschrieben. Die haben wir hier. Also, zack. Experimentell hat man jetzt eben festgestellt, dass doch Intermediär-Jodatome bei der Reaktion auftreten. Und die Frage ist, gibt es einen plausiblen Reaktionsmechanismus mit der Zusatzannahme, irgendwo während dieser Reaktion tauchen Jodatome auf, der auch mit so einem Geschwindigkeitsgesetz in Übereinklang zu bringen ist. Und das schauen wir uns jetzt mal nochmal näher an. Wenn wir Jodatome haben wollen, dann können die ja eigentlich nur aus dem Jodmolekül stammen. Und zwar kann dieses Jod dissoziieren zu zwei Atomen Jod. Und diese Reaktion, diese Dissoziation, das ist eine schnelle Reaktion. Die verläuft mit der Geschwindigkeitskonstante K1 in Hinrichtung und K-1 in Rückrichtung. So, in einem zweiten Schritt kann jetzt das H2 angegriffen werden von jeweils den beiden Jodatomen und mit einer Geschwindigkeitskonstante K2 zweimal HI bilden. So, und die Bildung von diesem HI, die schauen wir uns jetzt mal in der Kinetik an, also die Änderung der Konzentration von HI mit der Zeit dt ist gleich, die Geschwindigkeitskonstante ist K2 für diese Reaktion mal der Konzentration von H2 mal der Konzentration von I, also der Jodatome, stöchiometrischer Faktor 2 zum Quadrat. Ja? Also das wäre jetzt die Bildungskinetik für das HI. Und jetzt müssen wir einen Ausdruck noch finden für die Jodatome. Aber wir haben ja das hier oben noch gar nicht kinetisch beschrieben. Das mache ich jetzt mal hier. Also wir haben für die Hinreaktion K1 mal der Konzentration von I2. Das ist die Geschwindigkeit der Hinreaktion. Es ist ein Gleichgewicht, die muss also gleich sein wie die der Rückreaktion. Also ist gleich K-1 mal der Konzentration der Jodatome zum Quadrat. So, und das ist ja genau das, was wir wissen wollen, was uns hier unten fehlt. Das heißt, wir lösen das einfach danach auf. Konzentration von I
zum Quadrat ist gleich k1 dividiert durch k minus 1 mal der Konzentration von i2. Ja, das ist einfach nach Konzentration von i Quadrat aufgelöst. So, das setze ich jetzt an dieser Stelle hier ein. Also machen wir das hier mal weg. Und setzen hier ein k1 dividiert durch k minus 1 mal i2. Und die Konstanten k2 und k1 dividiert durch k minus 1 kann ich jetzt zu einer neuen Konstante zusammenfassen. Die nenne ich jetzt einfach mal k'. K' mal k2 mal i2 ist also die Kinetik der Bildung von hi. Und wenn wir das jetzt mal hiermit vergleichen, dann ist es genau diese Kinetik, das Plus hier, weil hi wird gebildet, das Minus hier, weil das h2 reagiert ab. Aber ansonsten stimmt auch diese Kinetik, die wir jetzt hier aufgestellt haben, mit dem gedachten Mechanismus unter Beteiligung von i-Atomen überein. Und jetzt haben wir halt eine Reaktionsfolge gefunden, die sowohl mit der, ja, mit der Kinetik, die man gemessen hat, in Übereinklang ist, als auch zusätzlich mit der Information, dass während dieser Reaktion eben i-Atome auftreten und das Ganze also nicht in einem Schritt verläuft. Also diese Reaktion zweiter Ordnung, die wir am Anfang aufgestellt haben, in einem Schritt, also als Elementarreaktion, bei der würden ja zu keinem Zeitpunkt i-Atome auftreten. Und das zeigt nochmal, also man kann immer die Kinetik, also die Ordnung der Reaktion, richtig hinkriegen, auch wenn man den Ablauf gar nicht vollständig beschrieben hat. Man muss alle Zwischenprodukte identifiziert haben und das ist immer das große Problem bei der Kinetik. Ich hatte das schon mal erwähnt. Es ist möglich, dass Zwischenprodukte nur in geringster Konzentration auftreten, weil sie sehr schnell abreagieren. Sie werden langsam gebildet, reagieren sehr schnell ab. Das heißt, ihre Konzentration während der ganzen Reaktion bleibt extrem niedrig und damit kann es extrem schwer sein, sie nachzuweisen. Okay, damit kommen wir zur nächsten Aufgabe. Und dabei geht es darum, achso, vielleicht soll ich die Aufgabe auch mal zeigen. Dabei geht es darum, dass für die Reaktion H plus OH mit einem dritten Stoßpartner gibt Wasser plus eben diesem dritten Stoßpartner. Dann kann eben das stabile Produkt Wasser sich bilden. Wenn man diesen dritten Stoßpartner nicht hinzufügt, dann dissoziiert das Produkt sofort wieder entlang dieser Koordinate, also HOH, in die Ausgangssubstanzen, also H-Atome und OH-Radikale. Und die Frage ist, wenn dieser dritte Stoßpartner nicht da ist, wie schnell dissoziiert das? Das gibt uns nämlich eine Idee, wie schnell oder in welcher Zeit, nachdem die sich getroffen haben, muss der dritte Stoßpartner kommen. Wenn er erst kommt, nachdem die dissoziiert sind, ist es ja zu spät. Also rechnen wir uns mal die Zeit aus, die es dauert, bis so eine Dissoziation stattfindet. Okay, da schalte ich nochmal um. Also was heißt denn Dissoziation? Das OH, das nehme ich mal als OH, und das H, die müssen sich annähern, um diese Bindung zu bilden für HO2. Dann haben wir HOH. So, okay, also die nähern sich und dann gehen sie, nachdem die Bindung ausgebildet wurde, die Bindungsenergie frei wird, entfernen sie sich wieder und das wäre doch genau eine Schwingungsperiode. Also es schwingt einmal hin und es schwingt einmal zurück. Und jetzt muss man sich fragen, wie schnell schwingt denn sowas? Und vielleicht habt ihr schon mal zufällig von Infrarotspektroskopie was gehört. In
der Anorganik, also beim Wasser oder überhaupt bei allen Substanzen, die OH-Gruppen enthalten, also auch Alkohole zum Beispiel, ist die Schwingungsfrequenz für die Schwingung von einem H-Atom gegen das O, also diese OH-Schwingungsfrequenz, die ist 3600 Wellenzahlen, also in etwa. Und diese 3600 Wellenzahlen wollen wir jetzt mal umrechnen in eine Schwingungszeit. Und dafür brauchen wir einen Umrechnungsfaktor, diese Wellenzahlen in Hertz umzuwandeln. Und da gibt es einen Umrechnungsfaktor 30 Gigahertz, also 30 mal 10 hoch 9 Hertz, sind genau eine Wellenzahl. Deswegen habe ich dann die 3600 Wellenzahlen in Gigahertz, also in Hertz umgewandelt. Das sind, wenn man das multipliziert, 108 Terahertz oder 108 mal 10 hoch 12 Hertz pro Sekunde. Also das schwingt mit dieser Geschwindigkeit. Pro Sekunde schwingt das OH-System 108 mal 10 hoch 12 mal hin und her in jeder Sekunde. Das Reziproge davon, hat man kennengelernt, ist die Periodendauer, also 1 durch 108 mal 10 hoch 12 und das sind 9 mal 10 hoch minus 15. Also in 9 mal 10 hoch minus 15 Sekunden ist dieses System einmal hin und zurückgeschwungen. Und wenn es jetzt zurückschwingt, dann kann es auseinanderfliegen. Das heißt, die Dissoziation verläuft auf alle Fälle in dieser Zeitordnung. Wenn also in etwa 10 hoch minus 14 Sekunden nicht der dritte Stoßpartner kommt, dann dissoziiert dieses Molekül wieder und das legt uns also eine Untergrenze fest, wie schnell oder nach welcher Zeit dieser dritte Stoßpartner anwesend sein muss, dass diese Reaktion auch tatsächlich ablaufen kann. So, dann die nächste Aufgabe, die wir besprechen wollen, ist die der Arrhenius-Gleichung. Und wir hatten ja gesagt, die Arrhenius-Gleichung ist im Grunde die wissenschaftliche Form der RGT-Regel. Ja, die RGT-Regel, die aussagte, dass bei 10 Kelvin Temperaturerhöhung die Reaktionsgeschwindigkeit verdoppelt wird. Und diese Faustregel kann nur für einen bestimmten Bereich von Aktivierungsenergien gelten. Und wir wollen jetzt mal schauen, welche Aktivierungsenergie haben wir denn, wenn diese RGT-Regel gilt. Und wir machen das für Raumtemperatur, also sagen wir für 300 Kelvin und die Aufgabe ist hier nochmal gegeben. Also, wir haben die Arrhenius-Gleichung, haben wir hier, also K, die Geschwindigkeitskonstante ist der präexponentielle Faktor mal E hoch minus Aktivierungsenergie durch RT. So, jetzt wollen wir das Ganze natürlich bei Temperaturerhöhung um 10 Kelvin berechnen. Das heißt, wir brauchen zwei verschiedene Arrhenius-Gleichungen. Einmal die bei der Temperatur T1 und einmal die bei 10 Kelvin höher bei der Temperatur T2. Also die haben wir jetzt beide mal hier aufgestellt. Und was wir wissen ist, wenn T2 gleich T1 plus 10 Kelvin ist, also wenn die Temperatur T2 um 10 Kelvin höher ist als die erste Temperatur, dann ist die Geschwindigkeitskonstante K2 doppelt so groß wie die K1. Also dann ist K2 gleich 2 mal K1. Und das können wir jetzt hier oben direkt einsetzen. Und können das Ganze logarithmieren. Also, die erste Gleichung, Logarithmus K1 ist gleich, so und jetzt haben wir hier das Produkt, Logarithmus von diesem Produkt ist Logarithmus von A plus Logarithmus von Exponent von minus EA durch RT1, das heißt Logarithmus Exponent ist dann nur noch das Argument im Exponent, also steht hier, ist gleich Logarithmus A minus EA durch R mal T1. Und dasselbe gilt natürlich auch für LNK2. Also LNK2 ist LNA minus Aktivierungsenergie mal R durch T2.
So, jetzt können wir die beiden Gleichungen voneinander abziehen. Haben wir auf der linken Seite lnk1 minus lnk2. Das steht hier. Und auf der rechten Seite haben wir lna minus ea durch rt 1 minus lna minus ea durch rt 2. Ja? Also das ist das, was wir hier haben. Also das hier minus dem. So, auf der nächsten Seite geht es weiter. Also ich habe das hier nochmal wiederholt. Das war die Formel von der letzten Seite. So, jetzt wissen wir, der Logarithmus von a minus Logarithmus b ist Logarithmus von a durch b. Also hier auf der linken Seite können wir umformen zu ln k1 durch k2 ist gleich. So, auf der Seite sehen wir, hier steht ja ln a minus und hier wieder ln a. Das heißt, das fällt gerade weg. Und wir haben noch minus ea durch rt1 minus ea durch rt2. Das, was hier steht. Nächster Schritt, wir klammern hier ea durch r aus, ja, das habe ich hier gemacht, und dieses Minuszeichen verarbeite ich jetzt dadurch, dass ich quasi, hier steht jetzt 1 durch t1 plus 1 durch t2 und das Minus ziehe ich hier rein und habe dann 1 durch t2 minus 1 durch t1. Ja, also ausklammern und das Minus hier reinziehen. Dann multipliziere ich mit r, dann habe ich das r auf dieser Seite und jetzt haben wir hier ea mal diesen Term und den bringe ich jetzt auf die andere Seite, sodass ich es nach ea auflösen kann und dann steht hier ea ist gleich, naja, dieser Term für die Temperaturen mal r mal dem Logarithmus der Geschwindigkeitskonstanten. So, jetzt wissen wir, nach der RGT-Regel, also wir haben gesagt, wir machen es bei Raumtemperatur. 300 Kelvin ist die eine Temperatur, die höhere ist 310. Die Differenz ist also 10 Kelvin mal R, die Gaskonstante, mal Logarithmus. Und jetzt wissen wir, K2 ist zweimal so groß wie K1, also haben wir hier 1/2 stehen. Und wenn wir das jetzt ausrechnen, dann kommt hier 53,6 Kilojoule pro Mol raus. Also für chemische Reaktionen, bei denen die Aktivierungsenergie um 50 Kilojoule pro Mol liegt, trifft die RGT-Regel zu. Und das ist genau der Bereich, in dem die meisten Aktivierungsenergien von chemischen Reaktionen liegen, also irgendwas um 50 Kilojoule pro Mol. Ja? Und für diesen Wert gilt jetzt eben dann die RGT-Regel. Die gilt natürlich auch für 40 und für 60 und 70 Kilojoule pro Mol auch noch so mehr oder weniger gut. Okay, damit kommen wir zur nächsten Aufgabe und in der geht es jetzt um die Halbwertszeit und da habe ich eine Aufgabe rausgesucht, bei der die C14-Methode beschrieben wird. Also bei der Radiocarbon-Methode nutzt man den Zerfall von radioaktiven C14, um das Alter von Holzproben zu bestimmen. Und dazu brauchen wir erstmal die Halbwertszeit für den Zerfall. Die habe ich hier angegeben. Die ist 1,8 mal 10 hoch 11 Sekunden. Das sind ungefähr 5300 Jahre. So, und in der Probe eines Holzstücks wurden noch 69% der Ausgangsaktivität gemessen. Und die Frage ist jetzt, wie alt ist der Fund? Und die Aufgabe habe ich hier bevor wir jetzt die Aufgabe anschauen, vielleicht noch ein paar Worte dazu. Was ist denn eigentlich der Zeitnullpunkt für diesen Zerfall? In der Atmosphäre werden durch die Höhenstrahlung aus Stickstoff und der Höhenstrahlung ein radioaktives Isotop des Stickstoffs gebildet, das im radioaktiven, also in den C14-Kohlenstoff zerfällt. So, das ist quasi die Startreaktion, so, ich habe eine gewisse Konzentration an C14, die immer wieder nachgebildet wird und die zeitlich konstant ist. Dieses C14 wird von Pflanzen aufgenommen und verstoffwechselt. Während diese Pflanze wächst, nimmt sie weiterhin CO2 aus der Luft auf mit diesem konstanten C14-Gehalt. Und wenn das passiert, dann bleibt also der C14-Konstant in der Pflanze konstant, nämlich so wie der C14-Gehalt in der Atmosphäre ist.
Wenn der Baum jetzt abgesägt wird, dann ist er tot und es findet kein weiterer Stoffwechsel mehr statt. Das heißt, jetzt wird kein CO2 mehr aufgenommen und das im Holz enthaltene, der im Holz enthaltene Kohlenstoff, der fängt jetzt an zu zerfallen mit der Halbwertszeit, die das C14 halt hat, diese 5300 Jahre. Und dadurch nimmt die Aktivität ab und je nachdem, wie stark sie abgenommen hat, kann man daraus das Alter der Probe bestimmen. So, jetzt mal ein paar Worte zu dem Null-Zählwert. Das ist nämlich ein bisschen tricky bei der Sache. Die Höhenstrahlung kommt aus der Strahlung von der Sonne und die ist nicht immer ganz konstant. Das heißt, man hat, wenn die Sonnenstrahlung stärker ist, auch eine höhere Konzentration an C14. Das heißt, sie ist mit der Zeit nicht konstant. Und man muss um diesen Faktor muss man quasi die Rechnung korrigieren. Und das kann man nur machen, wenn man eine unabhängige Messung hat, die mir sagt, zu diesem Zeitpunkt war die Konzentration so hoch und zu diesem Zeitpunkt war die so hoch. Und diese unabhängige Messung ist zum Beispiel die Baumring-Datenauswertung. Also Baumringe haben unterschiedliche Dicken, je nach den Jahren, in denen die gewachsen sind. Und diese Dendrochronologie, so heißt diese Wissenschaft, die bezieht sich eben darauf, dass man sagt, man kann aus der Dicke und der Abfolge dieser Dicken das Alter einer Baumscheibe bestimmen. Und diese Messungen oder diese Bestimmung des Alters, das kann man jetzt kalibrieren mit der, oder umgekehrt muss ich es ja sagen, also man kann die C14-Methode kalibrieren an diesen Baumscheibenbestimmungen und kann dadurch eine unabhängige Altersbestimmung haben und kann dann sozusagen für dieses Referenzjahr zurückrechnen, wie da der Gehalt von C14 war. Was die Sache noch ein bisschen schwieriger macht, ist, es ist eben nicht nur die Veränderung der Sonnenstrahlung, die den C14-Gehalt der Atmosphäre verändert, sondern auch zum Beispiel die Atombombenversuche, die in den 50er und 60er Jahren noch oberirdisch stattfanden, die haben zu einer sehr, sehr starken Änderung der C14-Konzentration geführt. Und alle diese Effekte muss man genau mit berücksichtigen. Also es ist nicht so einfach, man hat nicht diesen ganz genau definierten Startwert, von dem alles beim Zerfall losläuft. Okay, schauen wir uns die Aufgabe hier an. Wir haben die Halbwertszeit, die ist gegeben und wir wissen, die Halbwertszeit für eine Reaktion erster Ordnung und radioaktiver Zerfall ist erster Ordnung, ist ln2 durch k. Dann können wir die Geschwindigkeitskonstante bestimmen, die ist also ln2 dividiert durch tn1/2. Hier ausgerechnet mit dem gegebenen Wert ist die Geschwindigkeitskonstante also 3,8 mal 10 hoch minus 12 pro Sekunde. Jetzt wissen wir, für eine Reaktion erster Ordnung, radioaktiver Zerfall, ist das Zeitgesetz ist gleich A, ist A0, die Anfangskonzentration, mal E hoch minus KT. A durch A0, habe ich jetzt dividiert, ist gleich E hoch minus KT und logarithmiert, LNA durch A0 ist gleich minus KT. Dann können wir nach T auflösen, wir wollen ja die Zeit wissen, also T ist gleich Logarithmus von a durch a0 dividiert durch k. K haben wir gegeben, das haben wir uns eben ausgerechnet. Es ist die Frage, wie groß ist dieses a zu a0? Also wie groß ist der Gehalt relativ zum Gehalt am Anfang? Naja, das steht in der Aufgabe drin. In einer Probe wurden 69% der Ausgangsaktivität gemessen. 69% heißt 69 Hundertstel oder 0,69. Also statt LNA durch A0 können wir jetzt schreiben, LN von 0,69 dividiert durch K, den Wert der Geschwindigkeitskonstante. Wenn wir das ausrechnen, ist das 9,6 mal 10 hoch 10 Sekunden oder 3067 Jahre. Also so ungefähr 3070 Jahre wäre die Zeit oder wäre das Alter dieser Probe. Okay, kommen wir zur nächsten Aufgabe. Nach welcher Zeit ist von einem gelösten Stoff, der in einer Reaktion zweiter Ordnung mit der Geschwindigkeitskonstante
ein Liter pro Mol pro Minute, ja, das ist die Dimension für das K, für eine Reaktion zweiter Ordnung, beginnend von einer Ausgangs- oder Anfangskonzentration von 0,1 Mol pro Liter, nur noch die Hälfte der Ausgangskonzentration vorhanden. Habe ich hier die integrierte Form der Reaktion zweiter Ordnung hingeschrieben, die hatten wir ja hergeleitet. Also 1 durch B, also Konzentration von B, ist gleich 1 durch Anfangskonzentration von B plus K2 mal T. So, und jetzt können wir einsetzen. Wir haben ja gegeben, die Anfangskonzentration ist 0,1 Mol pro Liter, also Anfangskonzentration 0,1 Mol pro Liter, und gefragt war nach der Zeit, bei der nur noch die Hälfte der Ausgangskonzentration vorhanden ist. Also die Zeit, nach der das B auf 1 durch 0,05, ja, die Hälfte von 0,1 Mol pro Liter abgefallen ist. Und dann haben wir hier noch stehen plus K2, K2 hatte ich angegeben, mal T. Okay, habe ich durch das hier dividiert, dann habe ich T ist gleich das, was hier steht, das noch ein bisschen umgeformt, und wenn man es dann ausrechnet, ist T 80 Minuten. Also nach 80 Minuten ist, wenn die Geschwindigkeitskonstante 1 Liter pro Mol pro Minute ist, von der Substanz B, die am Anfang zu 0,1 Mol pro Liter vorlag, nur noch die Hälfte übrig. Also das wäre sozusagen die Halbwertszeit für diese Reaktion. Die ist 80 Minuten. Okay, ja, sehr schön. Wir sind mit der halben Stunde genau durch und wir waren auch bei der letzten Aufgabe. Das heißt, wir haben es jetzt heute tatsächlich geschafft, das Kapitel Kinetik komplett abzuschließen, also auch die Übungen dafür. Und das heißt, wir können beim nächsten Mal mit dem Kapitel 4 weitermachen. Das Kapitel 4 ist dann, beschäftigt sich mit dem Aufbau der Materie. Also nachdem wir jetzt zuerst mal die Grundlagen gemacht haben und die Thermodynamik, jetzt die Kinetik abgeschlossen haben, schauen wir dann uns an, was können wir denn über den Aufbau von Atomen, von Molekülen lernen und wie kann man das bestimmen. Okay, damit sind wir für heute fertig. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bleibt gesund und passt auf euch auf. Tschüss.
Ja, willkommen zurück bei den Übungen. Wir haben beim letzten Mal aufgehört mit dieser Multiple-Choice-Aufgabe zu Folge- und Parallelreaktionen. Und genau an der Stelle möchte ich jetzt weitermachen. Ich blende mich mal hier gerade wieder ein. So. Also, es geht hier nicht um Multiple-Choice, sondern um eine richtig falsche Auswahl. Und mal die Uhr starten. Die erste Aussage ist, bei Folgereaktionen bestimmt die schnellste Reaktion die Gesamtgeschwindigkeit. Wir hatten uns Folgereaktionen angeschaut und haben gesehen, dass natürlich da das Bottleneck-Prinzip die Reaktionsgeschwindigkeit bestimmt, also der langsamste Schritt. Und somit ist natürlich diese Aussage falsch. Zweite Aussage, bei Parallelreaktionen bestimmt die schnellste Reaktion die Gesamtgeschwindigkeit. Auch das haben wir gesehen, wenn aus einem Edukt zwei verschiedene Produkte entstehen können, dann entsteht natürlich das Produkt in größerer Menge, das zur größeren Reaktionsgeschwindigkeit gehört. Das heißt, bei Parallelreaktionen bestimmt die schnellste Reaktion die Gesamtgeschwindigkeit. Diese Aussage ist also richtig. Dann haben wir die dritte Aussage. Aus der Gleichgewichtskonstante können die Geschwindigkeitskonstanten von Hin- und Rückreaktionen bestimmt werden. Diese Aussage ist nicht richtig. Wir hatten gesehen, dass man zwar aus dem Verhältnis der Geschwindigkeitskonstanten für Hin- und Rückreaktionen die Gleichgewichtskonstante bestimmen kann, aber nicht umgekehrt. Das heißt, diese Antwort ist falsch. Dann haben wir aus den Reaktionsgeschwindigkeiten von Hin- und Rückreaktionen kann die Gleichgewichtskonstante bestimmen, das habe ich ja eben gerade gesagt. Also diese Antwort muss damit richtig sein. Dann haben wir als Aussage beim Auftragen des Logarithmus der Konzentration gegen die Zeit bei einer Reaktion zweiter Ordnung erhält man eine Gerade. Wir wissen, wenn man den Logarithmus der Konzentration gegen die Zeit aufträgt und erhält eine Gerade, dann hat man eine Reaktion erster Ordnung und nicht zweiter Ordnung. Das heißt, diese Aussage ist eindeutig falsch. Und jetzt die letzte, beim Auftragen der inversen Konzentration gegen die Zeit erhält man bei einer Reaktion zweiter Ordnung eine Gerade, da das genau das ist, was man macht bei einer Reaktion zweiter Ordnung. Also man trägt 1 durch C gegen T auf erhält dann eine Gerade, wenn es zweite Ordnung ist, zeigt also die letzte Antwort ist richtig. Ja, also auch hier haben wir jetzt wieder dieses Schema, 3 richtige und 3 falsche. So, und damit kommen wir schon zur nächsten Aufgabe. Und zwar, die hat man in der Vorlesung schon mal so ein bisschen kurz behandelt, nämlich die Bildung von Jodwasserstoff aus Jod und Wasserstoff. Und da ist die Angabe, dass diese Reaktion nach einem Geschwindigkeitsgesetz zweiter Ordnung abläuft. Und man soll aus der Angabe, dass es zweiter Ordnung ist, eine Struktur für den Übergangszustand vorschlagen, der in einem Schritt zu dem entsprechenden Produkt, also zum Jodwasserstoff, führt. Und das mache ich jetzt gar nicht an der Tafel, das haben wir hier eigentlich sehr schön gezeichnet. Wir haben das Jod und dieses Jod reagiert in einem Schritt mit dem H2 in der Art, dass sich ein Übergangskomplex bildet, der hier gezeigt ist. Und der dann, also die erste Schnittebene ist diese hier, und der dann in der Ebene senkrecht dazu getrennt wird und in einem Schritt zur Bildung der Produkte führt. Und jetzt machen wir das doch nochmal ganz kurz an der Tafel, was das für die Reaktionsgeschwindigkeit heißt. Also wir haben die Änderung der Konzentration an Wasserstoff mit der Zeit ist gleich minus, die Konzentration vom Wasserstoff nimmt ab, also deswegen das Minus. Die Geschwindigkeitskonstante ist K mal, und jetzt haben wir die Konzentration von H2 und die Konzentration von I2. Ja, es hängt von beiden in erster Potenz ab. Das heißt, wenn es sich bei der Reaktion um eine Elementarreaktion handelt, dann stimmt die Ordnung und die Molekularität überein. Die Molekularität in dem Fall ist 2. Ein Molekül H2 reagiert mit einem Molekül I2.
2, also Molekularität 2. Das hier wäre eine Reaktion zweiter Ordnung. Und der Mechanismus, den wir eben aufgeschrieben haben, der würde genau mit so einem Mechanismus übereinstimmen. Ja, in einem Schritt kann sich H2 und I2 zum Übergangszustand bilden. In der senkrecht dazu liegenden Koordinate trennen die sich. Das heißt, eine Reaktion, eine Elementarreaktion führt zu den Produkten und somit steht dieser Mechanismus in Einklang mit der Beobachtung. Heißt das jetzt, dass der auf alle Fälle richtig sein muss? Nein, das heißt es nicht, weil wir noch gar nicht untersucht haben, ob nicht irgendwelche Zwischenprodukte auftreten. Und dieses Auftreten der Zwischenprodukte, die ist jetzt in der nächsten Aufgabe beschrieben. Die haben wir hier. Also, zack. Experimentell hat man jetzt eben festgestellt, dass doch Intermediär-Jodatome bei der Reaktion auftreten. Und die Frage ist, gibt es einen plausiblen Reaktionsmechanismus mit der Zusatzannahme, irgendwo während dieser Reaktion tauchen Jodatome auf, der auch mit so einem Geschwindigkeitsgesetz in Übereinklang zu bringen ist. Und das schauen wir uns jetzt mal nochmal näher an. Wenn wir Jodatome haben wollen, dann können die ja eigentlich nur aus dem Jodmolekül stammen. Und zwar kann dieses Jod dissoziieren zu zwei Atomen Jod. Und diese Reaktion, diese Dissoziation, das ist eine schnelle Reaktion. Die verläuft mit der Geschwindigkeitskonstante K1 in Hinrichtung und K-1 in Rückrichtung. So, in einem zweiten Schritt kann jetzt das H2 angegriffen werden von jeweils den beiden Jodatomen und mit einer Geschwindigkeitskonstante K2 zweimal HI bilden. So, und die Bildung von diesem HI, die schauen wir uns jetzt mal in der Kinetik an, also die Änderung der Konzentration von HI mit der Zeit dt ist gleich, die Geschwindigkeitskonstante ist K2 für diese Reaktion mal der Konzentration von H2 mal der Konzentration von I, also der Jodatome, stöchiometrischer Faktor 2 zum Quadrat. Ja? Also das wäre jetzt die Bildungskinetik für das HI. Und jetzt müssen wir einen Ausdruck noch finden für die Jodatome. Aber wir haben ja das hier oben noch gar nicht kinetisch beschrieben. Das mache ich jetzt mal hier. Also wir haben für die Hinreaktion K1 mal der Konzentration von I2. Das ist die Geschwindigkeit der Hinreaktion. Es ist ein Gleichgewicht, die muss also gleich sein wie die der Rückreaktion. Also ist gleich K-1 mal der Konzentration der Jodatome zum Quadrat. So, und das ist ja genau das, was wir wissen wollen, was uns hier unten fehlt. Das heißt, wir lösen das einfach danach auf. Konzentration von I zum Quadrat ist gleich K1 dividiert durch K-1 mal der Konzentration von I2. Ja, das ist einfach nach Konzentration von I Quadrat aufgelöst. So, das setze ich jetzt an dieser Stelle hier ein. Also machen wir das hier mal weg. Und setzen hier ein K1 dividiert durch K-1 mal I2. Und die Konstanten K2 und K1 dividiert durch K-1 kann ich jetzt zu einer neuen Konstante zusammenfassen. Die nenne ich jetzt einfach mal K'. K' mal H2 mal I2 ist also die Kinetik der Bildung von HI. Und wenn wir das jetzt mal hiermit vergleichen,
dann ist es genau diese Kinetik, das Plus hier, weil HI wird gebildet, das Minus hier, weil das H2 reagiert ab. Aber ansonsten stimmt auch diese Kinetik, die wir jetzt hier aufgestellt haben, mit dem gedachten Mechanismus unter Beteiligung von I-Atomen überein. Und jetzt haben wir halt eine Reaktionsfolge gefunden, die sowohl mit der Kinetik, die man gemessen hat, in Übereinklang ist, als auch zusätzlich mit der Information, dass während dieser Reaktion eben I-Atome auftreten und das Ganze also nicht in einem Schritt verläuft. Also diese Reaktion zweiter Ordnung, die wir am Anfang aufgestellt haben, in einem Schritt, also als Elementarreaktion, bei der würden ja zu keinem Zeitpunkt I-Atome auftreten. Und das zeigt nochmal, also man kann immer die Kinetik, also die Ordnung der Reaktion, richtig hinkriegen, auch wenn man den Ablauf gar nicht vollständig beschrieben hat. Man muss alle Zwischenprodukte identifiziert haben und das ist immer das große Problem bei der Kinetik. Ich hatte das schon mal erwähnt. Es ist möglich, dass Zwischenprodukte nur in geringster Konzentration auftreten, weil sie sehr schnell abreagieren. Sie werden langsam gebildet, reagieren sehr schnell ab. Das heißt, ihre Konzentration während der ganzen Reaktion bleibt extrem niedrig und damit kann es extrem schwer sein, sie nachzuweisen. Okay, damit kommen wir zur nächsten Aufgabe. Und dabei geht es darum, vielleicht soll ich die Aufgabe auch mal zeigen. Dabei geht es darum, dass für die Reaktion H plus OH mit einem dritten Stoßpartner gibt Wasser plus eben diesem dritten Stoßpartner, dann kann eben das stabile Produkt Wasser sich bilden. Wenn man diesen dritten Stoßpartner nicht hinzufügt, dann dissoziiert das Produkt sofort wieder entlang dieser Koordinate, also HOH, in die Ausgangssubstanzen, also H-Atome und OH-Radikale. Und die Frage ist, wenn dieser dritte Stoßpartner nicht da ist, wie schnell dissoziiert das? Das gibt uns nämlich eine Idee, wie schnell oder in welcher Zeit, nachdem die sich getroffen haben, muss der dritte Stoßpartner kommen. Wenn er erst kommt, nachdem die dissoziiert sind, ist es ja zu spät. Also rechnen wir uns mal die Zeit aus, die es dauert, bis so eine Dissoziation stattfindet. Okay, da schalte ich nochmal um. Also was heißt denn Dissoziation? Das OH, das nehme ich mal als OH, und das H, die müssen sich annähern, um diese Bindung zu bilden für HO2. Dann haben wir HOH. So, okay, also die nähern sich und dann gehen sie, nachdem die Bindung ausgebildet wurde, die Bindungsenergie frei wird, entfernen sie sich wieder und das wäre doch genau eine Schwingungsperiode. Also es schwingt einmal hin und es schwingt einmal zurück. Und jetzt muss man sich fragen, wie schnell schwingt denn sowas? Und vielleicht habt ihr schon mal zufällig von Infrarotspektroskopie was gehört in der Anorganik, also beim Wasser oder überhaupt bei allen Substanzen, die OH-Gruppen enthalten, also auch Alkohole zum Beispiel, ist die Schwingungsfrequenz für die Schwingung von einem H-Atom gegen das O, also diese OH-Schwingungsfrequenz, die ist 3600 Wellenzahlen, also in etwa. Und diese 3600 Wellenzahlen wollen wir jetzt mal umrechnen in eine Schwingungszeit. Und dafür brauchen wir einen Umrechnungsfaktor, diese Wellenzahlen in Hertz umzuwandeln. Und da gibt es einen Umrechnungsfaktor 30 Gigahertz, also 30 mal 10 hoch 9 Hertz, sind genau eine Wellenzahl. Deswegen habe ich dann die 3600 Wellenzahlen in Gigahertz, also in Hertz umgewandelt. Das sind, wenn man das multipliziert, 108 Terahertz oder 108 mal 10 hoch 12 Hertz pro Sekunde. Also das schwingt mit dieser Geschwindigkeit. Pro Sekunde schwingt das OH-System 108 mal 10 hoch 12 mal hin und her in jeder Sekunde.
Das Reziproke davon, hat man kennengelernt, ist die Periodendauer, also 1 durch 108 mal 10 hoch 12 und das sind 9 mal 10 hoch minus 15. Also in 9 mal 10 hoch minus 15 Sekunden ist dieses System einmal hin und zurückgeschwungen. Und wenn es jetzt zurückschwingt, dann kann es auseinanderfliegen. Das heißt, die Dissoziation verläuft auf alle Fälle in dieser Zeitordnung. Wenn also in etwa 10 hoch minus 14 Sekunden nicht der dritte Stoßpartner kommt, dann dissoziiert dieses Molekül wieder und das legt uns also eine Untergrenze fest, wie schnell oder nach welcher Zeit dieser dritte Stoßpartner anwesend sein muss, dass diese Reaktion auch tatsächlich ablaufen kann. So, dann die nächste Aufgabe, die wir besprechen wollen, ist die der Arrhenius-Gleichung. Und wir hatten ja gesagt, die Arrhenius-Gleichung ist im Grunde die wissenschaftliche Form der RGT-Regel. Ja, die RGT-Regel, die aussagte, dass bei 10 Kelvin Temperaturerhöhung die Reaktionsgeschwindigkeit verdoppelt wird. Und diese Faustregel kann nur für einen bestimmten Bereich von Aktivierungsenergien gelten. Und wir wollen jetzt mal schauen, welche Aktivierungsenergie haben wir denn, wenn diese RGT-Regel gilt. Und wir machen das für Raumtemperatur, also sagen wir mal, für 300 Kelvin und die Aufgabe ist hier nochmal gegeben. Also, wir haben die Arrhenius-Gleichung, haben wir hier, also K, die Geschwindigkeitskonstante ist der präexponentielle Faktor mal E hoch minus Aktivierungsenergie durch RT. So, jetzt wollen wir das Ganze natürlich bei Temperaturerhöhung um 10 Kelvin berechnen. Das heißt, wir brauchen zwei verschiedene Arrhenius-Gleichungen. Einmal die bei der Temperatur T1 und einmal die bei 10 Kelvin höher bei der Temperatur T2. Also die haben wir jetzt beide mal hier aufgestellt. Und was wir wissen ist, wenn T2 gleich T1 plus 10 Kelvin ist, also wenn die Temperatur T2 um 10 Kelvin höher ist als die erste Temperatur, dann ist die Geschwindigkeitskonstante K2 doppelt so groß wie die K1. Also dann ist K2 gleich 2 mal K1. Und das können wir jetzt hier oben direkt einsetzen. Und können das Ganze logarithmieren. Also, die erste Gleichung, Logarithmus K1 ist gleich, so und jetzt haben wir hier das Produkt, Logarithmus von diesem Produkt ist Logarithmus von A plus Logarithmus von Exponent von minus EA durch RT1, das heißt Logarithmus Exponent ist dann nur noch das Argument im Exponent, also steht hier, ist gleich Logarithmus A minus EA durch R mal T1. Und dasselbe gilt natürlich auch für LNK2. Also LNK2 ist LNA minus Aktivierungsenergie mal R durch T2. So, jetzt können wir die beiden Gleichungen voneinander abziehen. Und auf der linken Seite LNK1 minus LNK2. Steht hier und auf der rechten Seite haben wir LNA minus EA durch RT1 minus LNA minus EA durch RT2. Ja? Also das ist das, was wir hier haben. Also das hier minus dem. So, auf der nächsten Seite geht es weiter. Also ich habe das hier nochmal wiederholt. Das war die Formel von der letzten Seite. So, jetzt wissen wir, der Logarithmus von A minus Logarithmus B ist Logarithmus von A durch B. Also hier auf der linken Seite können wir umformen zu LNK1 durch K2 ist gleich. So, auf der Seite sehen wir, hier steht ja LNA minus und hier wieder LNA. Das heißt, das fällt gerade weg. Und wir haben noch minus EA durch RT1 minus EA durch RT2. Das, was hier steht. Nächster Schritt, wir klammern hier
EA durch R aus, ja, das habe ich hier gemacht, und dieses Minuszeichen verarbeite ich jetzt dadurch, dass ich quasi, hier steht jetzt 1 durch T1 plus 1 durch T2 und das Minus ziehe ich hier rein und habe dann 1 durch T2 minus 1 durch T1. Ja, also ausklammern und das Minus hier reinziehen. Dann multipliziere ich mit R, dann habe ich das R auf dieser Seite und jetzt haben wir hier EA mal diesen Term und den bringe ich jetzt auf die andere Seite, sodass ich es nach EA auflösen kann. Und dann steht hier, EA ist gleich, naja, dieser Term für die Temperaturen, mal R mal dem Logarithmus der Geschwindigkeitskonstanten. So, jetzt wissen wir nach der RGT-Regel, also wir haben gesagt, wir machen es bei Raumtemperatur. 300 Kelvin ist die eine Temperatur, die höhere ist 310. Die Differenz ist also 10 Kelvin mal R, die Gaskonstante, mal Logarithmus. Und jetzt wissen wir, K2 ist zweimal so groß wie K1, also haben wir hier 1/2 stehen. Und wenn wir das jetzt ausrechnen, dann kommt hier 53,6 Kilojoule pro Mol raus. Also für chemische Reaktionen, bei denen die Aktivierungsenergie um 50 Kilojoule pro Mol liegt, trifft die RGT-Regel zu und das ist genau der Bereich, in dem die meisten Aktivierungsenergien von chemischen Reaktionen liegen, also irgendwas um 50 Kilojoule pro Mol. Ja? Und für diesen Wert gilt jetzt eben dann die RGT-Regel. Die gilt natürlich auch für 40 und für 60 und 70 Kilojoule pro Mol auch noch so mehr oder weniger gut. Okay, damit kommen wir zur nächsten Aufgabe und in der geht es jetzt um die Halbwertszeit und da habe ich eine Aufgabe rausgesucht, bei der die C14-Methode beschrieben wird. Also bei der Radiocarbon-Methode nutzt man den Zerfall von radioaktivem C14, um das Alter von Holzproben zu bestimmen. Und dazu brauchen wir erstmal die Halbwertszeit für den Zerfall. Die habe ich hier angegeben. Die ist 1,8 mal 10 hoch 11 Sekunden. Das sind ungefähr 5300 Jahre. So, und in der Probe eines Holzstücks wurden noch 69% der Ausgangsaktivität gemessen. Und die Frage ist jetzt, wie alt ist der Fund? Und die Aufgabe habe ich hier bevor wir jetzt die Aufgabe anschauen, vielleicht noch ein paar Worte dazu. Was ist denn eigentlich der Zeitnullpunkt für diesen Zerfall? In der Atmosphäre werden durch die Höhenstrahlung aus Stickstoff und der Höhenstrahlung ein radioaktives Isotop des Stickstoffs gebildet, das in radioaktiven, also in den C14-Kohlenstoff zerfällt. So, das ist quasi die Startreaktion. So, ich habe eine gewisse Konzentration an C14, die immer wieder nachgebildet wird und die zeitlich konstant ist. Dieses C14 wird von Pflanzen aufgenommen und verstoffwechselt. Während diese Pflanze wächst, nimmt sie weiterhin CO2 aus der Luft auf mit diesem konstanten C14-Gehalt. Und wenn das passiert, dann bleibt also der C14-Konstant in der Pflanze konstant, nämlich so wie der C14-Gehalt in der Atmosphäre ist. Wenn der Baum jetzt abgesägt wird, dann ist er tot und es findet kein weiterer Stoffwechsel mehr statt. Das heißt, jetzt wird kein CO2 mehr aufgenommen und das im Holz enthaltene Kohlenstoff, der fängt jetzt an zu zerfallen mit der Halbwertszeit, die das C14 halt hat, diese 5300 Jahre. Und dadurch nimmt die Aktivität ab und je nachdem, wie stark sie abgenommen hat, kann man daraus das Alter der Probe bestimmen. So, jetzt mal ein paar Worte zu dem Nullzählwert. Das ist nämlich ein bisschen tricky bei der Sache. Die Höhenstrahlung kommt aus der Strahlung von der Sonne und die ist nicht immer ganz konstant. Das heißt, man hat, wenn die Sonnenstrahlung stärker ist, auch eine höhere Konzentration an C14. Das heißt, sie ist mit der Zeit nicht konstant. Und man muss um diesen Faktor muss man quasi die Rechnung korrigieren. Und das kann man nur machen,
wenn man eine unabhängige Messung hat, die mir sagt, zu diesem Zeitpunkt war die Konzentration so hoch und zu diesem Zeitpunkt war die so hoch. Und diese unabhängige Messung ist zum Beispiel die Baumring-Datenauswertung. Also Baumringe haben unterschiedliche Dicken, je nach den Jahren, in denen die gewachsen sind. Und diese Dendrochronologie, so heißt diese Wissenschaft, die bezieht sich eben darauf, dass man sagt, man kann aus der Dicke und der Abfolge dieser Dicken das Alter einer Baumscheibe bestimmen. Und diese Messungen oder diese Bestimmung des Alters, das kann man jetzt kalibrieren mit der, oder umgekehrt muss ich es ja sagen, also man kann die C14-Methode kalibrieren an diesen Baumscheibenbestimmungen und kann dadurch eine unabhängige Altersbestimmung haben und kann dann sozusagen für dieses Referenzjahr zurückrechnen, wie da der Gehalt von C14 war. Was die Sache noch ein bisschen schwieriger macht, ist, es ist eben nicht nur die Veränderung der Sonnenstrahlung, die den C14-Gehalt der Atmosphäre verändert, sondern auch zum Beispiel die Atombombenversuche, die in den 50er und 60er Jahren noch oberirdisch stattfanden. Die haben zu einer sehr, sehr starken Änderung der C14-Konzentration geführt. Und alle diese Effekte muss man genau mit berücksichtigen. Also es ist nicht so einfach. Man hat nicht diesen ganz genau definierten Startwert, von dem alles beim Zerfall losläuft. Okay, schauen wir uns die Aufgabe hier an. Wir haben die Halbwertszeit, die ist gegeben. Und wir wissen, die Halbwertszeit für eine Reaktion erster Ordnung und radioaktiver Zerfall ist erster Ordnung, ist ln2 durch k. Können wir die Geschwindigkeitskonstante bestimmen, die ist also ln2 dividiert durch t1/2. Hier ausgerechnet mit dem gegebenen Wert ist die Geschwindigkeitskonstante also 3,8 mal 10 hoch minus 12 pro Sekunde. So, jetzt wissen wir, für eine Reaktion erster Ordnung, radioaktiver Zerfall, ist das Zeitgesetz ist gleich A, ist A0, die Anfangskonzentration, mal E hoch minus kt. A durch A0. Habe ich jetzt dividiert, ist gleich e hoch minus kt und logarithmiert lna durch a0 ist gleich minus kt. Können wir nach t auflösen, wir wollen ja die Zeit wissen. Also t ist gleich Logarithmus von a durch a0 dividiert durch k. K haben wir gegeben, das haben wir uns eben ausgerechnet. Es ist die Frage, wie groß ist dieses a zu a0? Also wie groß ist der Gehalt relativ zum Gehalt am Anfang? Naja, das steht in der Aufgabe drin. In einer Probe wurden 69% der Ausgangsaktivität gemessen. 69% heißt 69 Hundertstel oder 0,69. Also statt lna durch a0 können wir jetzt schreiben ln von 0,69 dividiert durch k, den Wert der Geschwindigkeitskonstante. Wenn wir das ausrechnen, ist das 9,6 mal 10 hoch 10 Sekunden. Oder 3067 Jahre. Also so ungefähr 3070 Jahre wäre die Zeit oder wäre das Alter dieser Probe. Okay, kommen wir zur nächsten Aufgabe. Nach welcher Zeit ist von einem gelösten Stoff, der in einer Reaktion zweiter Ordnung mit der Geschwindigkeitskonstante 1 Liter pro Mol pro Minute, ja, das ist die Dimension für das K, für eine Reaktion zweiter Ordnung, beginnend von einer Ausgangs- oder Anfangskonzentration von 0,1 Mol pro Liter, nur noch die Hälfte der Ausgangskonzentration vorhanden. Habe ich hier die integrierte Form der Reaktion zweiter Ordnung hingeschrieben, die hatten wir ja hergeleitet, also 1 durch B, also Konzentration von B, ist gleich 1 durch Anfangskonzentration von B plus K2 mal T. So, und jetzt können wir einsetzen. Wir haben ja gegeben, die Anfangskonzentration ist 0,1 Mol pro Liter, also Anfangskonzentration 0,1 Mol pro Liter und gefragt war nach der Zeit, bei der nur noch die Hälfte der Ausgangskonzentration vorhanden ist. Also die Zeit, nach der das B auf 1 durch 0,05, ja, die Hälfte von 0,1 Mol pro Liter abgefallen ist. Und dann haben wir hier noch stehen plus K2 hatte ich angegeben, mal T.
okay, habe ich durch das hier dividiert, dann habe ich t ist gleich das, was hier steht, das noch ein bisschen umgeformt und wenn man es dann ausrechnet, ist t 80 Minuten. Also nach 80 Minuten ist, wenn die Geschwindigkeitskonstante 1 Liter pro Mol pro Minute ist, von der Substanz B, die am Anfang zu 0,1 Mol pro Liter vorlag, nur noch die Hälfte übrig. Also das wäre sozusagen die Halbwertszeit für diese Reaktion. Die ist 80 Minuten. Okay, ja, sehr schön. Wir sind mit der halben Stunde genau durch und wir waren auch bei der letzten Aufgabe. Das heißt, wir haben es jetzt heute tatsächlich geschafft, das Kapitel Kinetik komplett abzuschließen, also auch die Übungen dafür. Und das heißt, wir können beim nächsten Mal mit dem Kapitel 4 weitermachen. Das Kapitel 4 ist dann, beschäftigt sich mit dem Aufbau der Materie. Also nachdem wir jetzt so erstmal die Grundlagen gemacht haben und die Thermodynamik, jetzt die Kinetik abgeschlossen haben, schauen wir dann uns an, was können wir denn über den Aufbau von Atomen, von Molekülen lernen und wie kann man das bestimmen. Okay, damit sind wir für heute fertig. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bleibt gesund und passt auf euch auf. Tschüss.